Mein Name ist Rainer Klemke, ich bin Mitglied des Bürgervereins und darf Sie heute durch diese Veranstaltung führen. Wie schon gesagt, Getränke gibt es dort drinnen zum Einheitspreis von 1 Euro, damit Sie hier nicht auf dem Trocknen sitzen. Und dort befindet sich auch ein WC und ein TC traditioneller Art ist hier am Misthaufen. Ich freue mich sehr, dass die Vertreter der Parteien, die im Landtag schon jetzt sind, heute alle hier sind. Ich begrüße Herrn Hardy Lux für die SPD, den Spitzenkandidaten der Linken im Land Brandenburg, Herrn Walter, den langjährigen Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Landtag, Herrn Axel Vogel, Herrn Sven Weller für die Freien Wähler, Ronny Völzner von der FDP und Roman Kuffert. Danko Jur hat eine Veranstaltung noch in Eichhorst, die er nicht mehr absagen konnte. Er kommt gegen 12 oder kurz danach hier noch zu uns und wird dann seinen Part übernehmen. Ich muss noch sagen, warum auf den Plakaten beim AfD-Kandidaten NN stand. Ich habe 6 Wochen gebraucht mit vielen Mails, Anrufen, Briefen und Telefonaten, um herauszubekommen, wer der Kandidat ist. Jetzt ist er da und ich freue mich, dass Herr Kuffert nun auch mit dabei ist. Also von mir aus erstmal noch ein herzliches Dankeschön, dass Sie es ermöglicht haben, dass diese Veranstaltung zustande kommt. Soweit ich weiß, ist es die einzige Veranstaltung, wo alle Parteienvertreter gemeinsam diskutieren, jedenfalls in diesem Wahlkreis. Finde es schön, dass wir das auch hier bei uns in Groß-Schönebeck machen. Zum Ablauf der Veranstaltung haben wir Folgendes vereinbart. Zunächst wird sich jeder Kandidat 5 Minuten vorstellen. Ich habe hier einen Wecker mitgebracht. Und die wichtigsten allgemeinen Ziele seiner Partei fürs Land Brandenburg vorstellen. Danach gibt es eine zweite Runde, wo 5 Minuten jeder nochmal auf die Fragen, die wir vorab den Kandidaten übermittelt haben, eingehen. Und im dritten Teil können wir dann unsere Fragen stellen, die sich vielleicht noch aus den Stellungnahmen ergeben. Soweit die Kandidaten danach noch Zeit haben, besteht die Möglichkeit, dass sie an verschiedenen Tischen noch persönliche Gespräche führen können und ihre Fragen dem Kandidaten persönlich stellen können. Die Veranstaltung wird per Video aufgenommen und auf der Homepage des Bürgervereins www.großschönebeck.de dann veröffentlicht. Und wer dann auch Lust hat, nach der Veranstaltung hier was Bäuerliches oder was Ländliches zu sehen, wir haben hier in den beiden nebeneinander liegenden Scheunen eine der größten Kutschensammlungen des Landes Brandenburg und das ist sicherlich einen Besuch wert. Für all diejenigen, die sich vielleicht nicht in den Gazetten haben kundig machen können, wie sozusagen der Wasserstand der Stimmung in der Bevölkerung ist, habe ich mir das mal vorgenommen. Es gibt jetzt eine Umfrage der MAZ, knapp 3 Wochen vor der Wahl, liegt die AfD in der aktuellen Umfrage in Brandenburg vorn. Wenn Anfang August gewählt würde, hätten sich 21% für die AfD entschieden. Das gab die am Freitag veröffentlichte Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa für die Märkische Allgemeine. Für die CDU stimmten danach 18% der Befragten, gefolgt von der SPD mit 17%. Auf Rang 4 kamen die Grünen mit 16% und die Linke landete bei 14%. Die FDP könnte mit 5% auf den Wiedereinzug in den Landtag hoffen. Für die BVB, Freie Wähler, entschieden sich 4% der Befragten. Wenn diese Meinungsumfrage, das ist eine Umfrage, sind keine Wahlergebnisse, die können nachher noch etwas anders aussehen, aber nach unserer Erfahrung nicht entsetzlich anders, ist damit keine große Koalition aus SPD und CDU möglich. Das wären 35%. CDU und AfD kämen zusammen auf 39% und hätten damit auch keine theoretische Möglichkeit zur Koalitionsbildung,
auch wenn FDP oder Freie Wähler noch dazukämen, was von Seiten der CDU wie auch von allen anderen Parteien ohnehin ausgeschlossen wurde. FDP und Freie Wähler hätten, wenn sie denn die 5%-Hürde überwinden, in keiner Koalition eine Rolle als Mehrheitsbeschaffer nach diesen Zahlen. Realistisch wären daher nur drei Konstellationen für eine Regierungsbildung möglich. CDU, SPD und Grüne hätten eine deutliche Mehrheit von 51%. Deutlich deshalb, weil andere Stimmen wegfallen und dadurch die Zahl der Mandate mehr als 51% ausmacht. CDU, Grüne und Linke kämen zusammen auf 48% und könnten damit vielleicht knapp eine Regierungsmehrheit zustande bringen. Allerdings wären da noch einige Gräben zu überwinden. SPD, Linke und Grüne hätten 47% und könnten aber nur dann regieren, wenn die Freien Wähler oder die FDP unter 5% bleiben. Wer also die Regierungsbildung und Arbeit ermöglichen und stärken möchte, müsste taktisch eine dieser Parteien wählen. Wer die Opposition stärken möchte, AfD, FDP oder Freie Wähler. Soweit meine Resümee aus den Wahlumfragen, die wir derzeit haben. Aber ich gebe jetzt an Sie auch die Möglichkeit, vielleicht Ihre Wunschoption darzulegen, wie Sie sich eine Regierungsbildung vorstellen. Ich fange mal da ganz rechts an. Da sitzt die Linke und die SPD. Herr Lux, Sie haben das Wort. Ja, also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Es war fast so ein bisschen wie nach Hause kommen, als ich auf diesen Bauernhof hier kam. Weil ich bin tatsächlich in meiner Jugend jede Ferien, jedes Wochenende auf dem Bauernhof gewesen. In der Nähe hier in Herzsprung am Haarsteinsee. Und ich möchte mich natürlich, Herr Klemke, auch außerordentlich dafür bedanken, dass Sie mir hier den Platz... Kann man das Mikrofon vielleicht nehmen? Ach so, Entschuldigung. Und ich möchte mich natürlich an dieser Stelle, Herr Klemke, auch nochmal herzlich für diesen Platz hier bedanken. Es ist der einzige Sonnenplatz hier, ein Platz an der Sonne. Und Sie haben ja die aktuellen Umfragewerte angesprochen. Ich sehe das mal als ein gutes Zeichen, dass die SPD hier in der Sonne neben den Linken und den Grünen sitzt. Und damit habe ich auch gleich die Frage beantwortet, die Sie ja gestellt haben, was meine ganz persönliche Reflexion an dieser Stelle wäre. Ja, vielleicht zu meiner Person, Hardy Lux, ich bin 48 Jahre alt. Ich lebe diese 48 Jahre hier in der Region und das tue ich sehr gerne, weil ich bin wirklich fest mit der Region verwurzelt. Ich bin, so würde ich von mir auf jeden Fall es selber sagen, ein Familienmensch, bin verheiratet, habe zwei Söhne in einem spannenden Alter, die sind in der Pubertät. Das fordert mich durchaus jeden Tag wieder aufs Neue. Aber ich habe das große Glück, dass ich von meiner Profession her da ein bisschen Rüstzeug mitbekommen habe. Ich bin Sozialwissenschaftler und Erlebnispädagoge und arbeite seit jetzt fast 30 Jahren mit jungen Menschen in der Stadt Eberswalde, aber auch mit jungen Menschen, die jetzt hier im Umland zur Schule gehen. Das ist für mich eine total tolle Arbeit, weil sie mich sehr befriedigt und mir eigentlich drei Dinge ermöglicht, die für mich auch so ein Stück Kompass in meiner politischen Arbeit sind und auch waren. Ich brenne für drei Themen. Das eine ist Bildung. Das andere, ich glaube, das kann jetzt in der SPD auch nicht wirklich verwundern, ist soziale Gerechtigkeit. Und das dritte, und deswegen meine persönliche Reflexion jetzt hier auch zu den beiden Herren, das Thema Natur liegt mir auch sehr am Herzen. Es ist vielleicht für Sie wichtig, nicht nur zu hören, was macht er und was hat er so gemacht, sondern vielleicht interessiert Sie auch, ja, was sind so seine Stärken, was macht ihn vielleicht aus. Und an der Stelle will ich sagen, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen berufsbedingt, ich arbeite mein ganzes Leben lang mit Menschen, mit jungen Menschen, das habe ich eben schon gesagt, sehr spannend, das macht mir viel Spaß. Und ich habe da eine Menge gelernt. Ich glaube, eine Sache, die ich gut kann, ich kann Menschen zusammenbringen. Da bin ich wieder bei den spannenden Herausforderungen, die ja auf uns alle irgendwo gemeinsam warten. Und ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die in der Politik mehr gefragt ist denn je, irgendwie zusammenzubringen, Menschen Brücken zu bauen, zuzuhören, miteinander reden. Und das sind alles Dinge, ja, die liegen mir, die machen mir Spaß, die kann ich, glaube ich, ganz gut. Vielleicht ist für Sie auch noch interessant zu wissen, ich bin seit gut 20 Jahren in der Kommunalpolitik engagiert, in Eberswalde. Ich bin Stadtverordneter seit dieser Zeit und führe in den letzten 10 Jahren die SPD-Stadtfraktion im Stadtparlament. Herr Klemke, Sie haben gefragt oder darum gebeten, geben Sie mal so einen Überblick, wofür Ihre Partei steht. Ich glaube,
ich würde es gerne umdrehen. Ich würde gerne umdrehen, es insofern und Ihnen sagen, was sind so meine Themen, was möchte ich vor allen Dingen auch hier in dem Wahlkreis erreichen, was ist mir wichtig. Und ich glaube, die ganze Bandbreite, was die Sozialdemokratie an Weichen gestellt hat und noch stellen will, können wir dann nachher ja vielleicht auch im persönlichen Gespräch miteinander klären. Und selbstverständlich habe ich Ihnen auch Infomaterialien mitgebracht. Es sind vor allen Dingen die sozialen Themen, die mich bewegen. Das wird Sie jetzt nicht verwundern aus meiner Vita heraus. Es gibt ein Thema, das liegt mir sehr am Herzen, das ist das Thema bezahlbarer Wohnraum. Das ist jetzt vielleicht nicht gerade ein Schwerpunktthema hier in Groß-Schönebeck, wobei möglicherweise auch. Es ist aber mit Sicherheit ein Schwerpunktthema in den wachsenden Städten. Ich bin seit vielen Jahren Mitglied des Eberswalder Aufsichtsrats der Städtischen Wohnungsgesellschaft und kämpfe da mit Leidenschaft fürs Thema. Und ich glaube, wir haben in Eberswalde auch schon die ein oder andere Weiche stellen können, die dieses Thema sozusagen in die richtige Richtung bewegt. Das Zweite, was eine Minute überziehe, machen die anderen vielleicht auch. Das Zweite, was mir sehr am Herzen liegt, ist das Thema Gesundheitsversorgung. Ärztemangel ist ein großes Thema. Da hat die SPD, finde ich, gute, richtige Antworten gefunden. Landarztprogramm, wir wollen mehr Ärzte aufs Land bringen. Wir wollen das Thema Pflege in den Vordergrund rücken. Gerade die Bezahlbarkeit von Pflege, das wissen Sie, ist ein Riesenproblem. Deswegen hat die SPD, und da sind wir uns ja auch einig mit anderen, die jetzt hier mit am Tisch sitzen, viele Initiativen gestartet. Das werden wir auch beharrlich weiter verfolgen, zu einer Vollfinanzierung der Pflege zu kommen, damit der Eigenanteil auch ein Stück weit gedeckelt werden kann. Das Thema öffentliche Verkehrsräume, das ist auch ein Thema, was natürlich hier in Groß-Schönebeck ein wichtiges Thema ist. Die Anbindung gerade auch des ländlichen Raumes an die Städte ist mir ganz wichtig. Thema Heidekrautbahn, dazu würde ich vielleicht gerne auch noch persönlich mit Ihnen im Gespräch sein. Vielleicht zu viel an der Stelle. Danke. Zum Thema Heidekrautbahn. Sie haben auf den Tischen Unterschriftenlisten zu liegen für unsere Online-Petition für die Verlängerung der Heidekrautbahn nach Berlin-Gesundbrunnen und für die Einführung des Stundentaktes. Dazu wird es in der nächsten Woche auch noch einen Zusammenschluss aller Initiativen entlang der Bahn geben, um diesen Schluss nach Gesundbrunnen auch wirklich durchzusetzen, weil es mittlerweile auch schon Initiativen dagegen gibt. Und wir sind ja sehr angewiesen auf diese Verbindung, weil viele aus unserem Ort und auch aus der Uckermark, die bis nach Groß-Schönebeck fahren und dann mit der Heidekrautbahn weiterfahren, diese Verkehrsverbindung sehr brauchen und auch für die vielen jungen Familien, die jetzt nach Groß-Schönebeck gezogen sind. Jetzt aber der Spitzenkandidat der Linken, Herr Walter, bitte. Ja, danke schön. Ja, müssen Sie mich auch mal gesehen haben in der Ecke. Mein Name ist Sebastian Walter, ich bin 29 Jahre alt, bin im Moment Gewerkschaftssekretär, habe eigentlich Lehramt studiert, also bin Lehrer für Geschichte und LER und bin seit 3 Jahren, na Pfarrer nicht ganz, aber bin Gewerkschaftssekretär und bin zuständig für die Region Ostbrandenburg, also alles von der Uckermark bis runter nach Frankfurt-Oder und bin dort zuständig für 50.000 Gewerkschaftsmitglieder. Und die Erfahrungen in den letzten Jahren sind auch die Erfahrungen, die mich dazu gebracht haben, mich zu entscheiden, für den Landtag zu kandidieren und auch hier für diese Region für den Landtag zu kandidieren. Wenn Sie jeden Tag, das werden Sie selber kennen, wenn Sie jeden Tag die Zeitungen lesen, geht es uns ja eigentlich ganz gut. Statistisch gesehen haben wir die geringste Arbeitslosigkeit seit 1990. Statistisch gesehen sind so viele Menschen in Arbeit wie noch nie. Statistisch gesehen steigen die Löhne und statistisch gesehen steigen auch die Renten, gerade in Ostdeutschland, sehr groß oder sehr gut. Statistisch gesehen. Das Problem ist, dass wenn Sie jeden Tag unterwegs sind, Sie sehen, dass es vielen Menschen gut geht, das stimmt, und auch besser geht als vielleicht vor 10 Jahren. Aber es ist auch die Realität, dass jeder Dritte in Brandenburg von Niedriglohn leben muss. Dass es 60.000 Menschen gibt in Brandenburg, die jeden Tag arbeiten gehen und am Ende des Monats trotzdem zum Amt rennen müssen, um sich ihren Lohn aufzustocken. Und es gibt immer mehr Menschen, die gerade im Alter in die Armut abrutschen. Und ich bin eigentlich aufgewachsen, ich bin 1990 geboren, habe also nicht viel von der DDR mitbekommen, habe noch diesen Impfausweis, den habe ich noch. Das sind 6 Monate oder 4 Monate, habe ich da offiziell gelebt. Und ich bin eigentlich aufgewachsen und mir wurde immer gesagt, dass in dieser sozialen Marktwirtschaft ist immer etwas selbstverständlich. Selbstverständlich ist, du gehst zur Schule und machst einen ordentlichen Abschluss, hast danach eine berufliche Ausbildung, ein Studium, berufliche Ausbildung, hast dann einen Job, von dem du gut leben kannst, von dem du dir eine Familie aufbauen kannst, Kinder kriegen kannst, so weit bin ich noch nicht, aber verheiratet bin ich jetzt schon seit 3 Monaten, also gebt mir Mühe. Hab noch ein bisschen Zeit, aber. Und dann nach 40 Jahren
Arbeitsleben hast du das Recht auf eine gute Rente, von der du gut leben kannst, von der du in den Urlaub fahren kannst und von der du auch mit deinen Enkeln in den Urlaub fahren kannst. Und da sind viele Sachen eben nicht mehr selbstverständlich. Und diese Ungerechtigkeit, in der wir leben, in der Ungerechtigkeit, die ich jeden Tag erlebt habe in den Betrieben, aber auch eben die Leute, die sich trotz der schwierigen Lage solidarisch miteinander einsetzen. Egal woher derjenige aus dem Betrieb kommt, egal ob er aus Afghanistan, Syrien oder Großschönebeck oder Berlin kommt oder eben aus Eberswalde. Sie sind dann am stärksten, sind dann am durchsetzungsstärksten, wenn sie solidarisch miteinander streiten für ihre Interessen. Und diesen Leuten will ich eine Stimme geben im Parlament, eine politische Stimme geben, weil die aus meiner Sicht viel zu wenig gehört werden. Und deshalb geht es uns als Linke auch darum, tatsächlich auch nach 10 Jahren Regierungsbeteiligung hier das Selbstverständliche selbstverständlich zu machen. Wir haben an verschiedenen Stellschrauben gedreht, aber wir wissen auch, dass es nicht ausreicht. Wir waren das erste Bundesland, was den Mindestlohn für öffentliche Aufträge eingeführt hat. Wir waren das Bundesland, das als erstes jetzt endlich wieder mehrere Millionen Eigenmittel in den öffentlichen Personalverkehr steckt. Und wir sind auch das Bundesland, was statistisch gesehen, da werden Sie gleich sagen, haben Sie ja selber gesagt, statistisch gesehen pro Kopf das meiste Geld an den Kommunen ausgibt bundesweit. Problem ist nur, die Frage ist in vielen Bereichen, warum kommt es nicht an? Und da tatsächlich hinterher zu sein, da tatsächlich wieder konkrete Forderungen aufzustellen und nicht nur darüber zu reden, das muss Ziel und Sinn und Zweck sein. Und wenn wir uns angucken, immer noch 29 Jahre, so alt wie ich bin, und 29 Jahre nach der Wende gibt es immer noch Unterschiede in Löhnen und Renten. Und ich habe letztens meinen Rentenbescheid bekommen, meinen zweiten. Da steht jetzt noch nicht so viel drin, also ich muss noch ein paar Jahre. Aber da steht auf einmal drin Ostrente, also Ostrentenpunkte. Dann habe ich da gesessen und habe gesagt, also ich bin 29 Jahre, ich bin 1990 geboren. Warum zahle ich denn noch Ostrentenpunkte? Oder soll ich Ostrente bekommen? Und das zeigt doch eigentlich, vielleicht wissen das einige, vielleicht kann es Ihnen auch sagen, im Einigungsvertrag, wann war denn die Angleichung zwischen Ost und West vorgesehen? Wann war die vorgesehen worden? 1995. 1995. Und ich habe einen Freund, der kommt aus Großschönebeck übrigens, der hat gestern seinen 30. Geburtstag hier gefeiert. Also nicht hier, sondern da drüben, weiter weg im Wald, in der Nähe des Waldes. Und hat dort, der arbeitet in West-Berlin und bekommt 7.000 Euro brutto mehr im Jahr als der andere Freund, den ich habe, der auch Tontechniker ist und in Ost-Berlin arbeitet. Und da muss auch die Landesregierung wesentlich mehr tun und das, was wir tun müssen, das, was wir auf Landesebene tun können, wollen wir tun. Und deswegen sage ich Ihnen ganz deutlich, was mein Hauptthema ist, das ist die Frage des Eigentums. Weil wir werden in 10 und 20 Jahren nur darüber entscheiden können, ob die Heidekrautbahn noch fährt oder nicht. Wir werden nur darüber entscheiden können, ob die Post hier ist oder nicht, wenn wir selber das Eigentum haben, das öffentliche Eigentum haben und selber darüber entscheiden können. Und Sie haben hier eine Unterschriftenliste, zu der anderen sage ich Ihnen gleich noch was. Vielleicht haben Sie von der Volksinitiative Hohenzollern schon was gehört, aber tatsächlich geht es darum, wir brauchen das öffentliche Eigentum, die Stärkung des öffentlichen Eigentums, damit wir endlich Dinge auch dem Markt entziehen und nicht mehr der Profit im Mittelpunkt steht, sondern die Menschen, egal wo sie wohnen und woher sie kommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Walter. Als nächste ist Axel Vogel dran, der langjährige Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag. Bitte, Herr Vogel. Ja, danke. Nicht nur langjähriger Fraktionsvorsitzender, sondern auch langjährig hier in der Gegend beheimatet, seit 1991 in Eberswalde. Der eine oder die andere kennt mich vielleicht, Herr Mosley beispielsweise, weil ich zuständig war hier im Land Brandenburg für den Aufbau des Großschutzgebietssystems, das heißt auch für das Biosphärenreservat Schorfheide-Korin. Und was mir immer ein Anliegen war, und das schicke ich jetzt mal gleich vorneweg voraus, dass Biosphärenreservate, Naturpark und auch der Nationalpark nicht nur gesehen werden unter dem Blickwinkel Naturschutz, sondern tatsächlich als ein Schlüsselinstrument, Modellregion für nachhaltige Landnutzung zu sein. Und das ist mein Schlüsselthema und dazu werde ich jetzt auch an der einen oder anderen Stelle noch etwas mehr ausführen. Zu der Eingangsfrage, Sie hatten ja die Umfragewerte vorgestellt und hatten dabei auch den Begriff Mehrheitsbeschaffer verwendet. Ich denke, alles, was sich gegenwärtig abzeichnet, ist, es wird keine Mehrheitsbeschaffer mehr geben. Sondern wenn, dann werden 3 Fraktionen bzw. 4 Parteien miteinander auf Augenhöhe verhandeln. Und die Konstellation, die Sie gehört haben, zeichneten sich durch eines aus, egal welche Regierung gebildet wird. Entweder sind die Grünen dabei oder es gibt keine Regierung und es gibt Neuwahlen. So ist die brandenburgische Verfassung ausgelegt. Und das heißt, dass wir Grünen natürlich auch eine Schlüsselrolle spielen werden, wenn es darum geht, zu einer Regierung zu kommen. Und dann sage ich auch ganz deutlich, da wird es nicht darum gehen, und deswegen werden Sie von mir jetzt nicht rot-rot-grün oder schwarz-rot-grün oder schwarz-dunkel-rot-grün hören. Da wird es darum gehen, mit welchen anderen Parteien gemeinsam
das Bestmögliche für Brandenburg aus unserer Sicht erreicht werden kann. Und jetzt könnte ich ganz einfach sagen, was sind Ihre Schwerpunkte? Ganz einfach wäre jetzt Klima, 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 das fände ich falsch, das sozusagen. Weil für Brandenburg natürlich ist Klimapolitik ganz entscheidend, in allen Dimensionen. Egal, ob wir über Energiepolitik reden, ob wir über Verkehrspolitik reden, Mobilität im ländlichen Raum, ob wir über Landwirtschaftspolitik reden, das ist alles sehr wichtig. Und die Märkische Oder-Zeitung hatte eine Umfrage gemacht, ich glaube, alle anderen mussten das auch beantworten. Was ist für Sie bei diesen Wahlen das wichtigste Thema in Brandenburg? Ich habe nicht Klima geschrieben, sondern ich habe gesagt, das wichtigste Thema, weil das das Thema ist, was wir wirklich auch selber steuern können, ist für die nächsten 5 Jahre das Thema demografischer Wandel aufzugreifen. Und vor allen Dingen das Thema Abhängen des ländlichen Raums. Wir haben momentan eine Diskussion, die ausschließlich auf die Lausitz fokussiert ist, ausschließlich auf den Ausstieg aus der Kohle fokussiert ist, ausschließlich sich damit auseinandersetzt, wie können wir die 12 Milliarden Euro, die in die Lausitz fließen, so ausgeben, dass also das Bestmöglichste für die Lausitz erreicht wird. Und ich befürchte, dass andere Regionen Brandenburgs dadurch aus dem Blickwinkel geraten. Und das ist ein Problem, weil wir nämlich tatsächlich eine Spaltung in diesem Land haben. Nicht nur eine Spaltung zwischen Arm und Reich, da kann man jetzt die soziale Frage in den Mittelpunkt stellen. Aber ich denke, es ist tatsächlich eine Spaltung zwischen den prosperierenden, sich stark entwickelnden Regionen rund um Berlin und den ländlichen Regionen, die zunehmend abgehängt werden, die sich entsiedeln, und das wird sich in der nächsten Zeit noch weiter verschärfen. Und was wir jetzt haben, ist praktisch der Vorbote dessen, dass wir auf einen ganz massiven Fachkräftemangel zusteuern. Dass wir jetzt schon nicht in der Lage sind, all die Stellen, die 1600 Stellen hat die Landesregierung zur Verfügung gestellt für zusätzliche Erzieherinnen und Erzieher, diese Stellen auch nur ansatzweise adäquat mit Personal zu füllen, die auch geeignet sind, diese Funktion zu übernehmen. Wir haben Probleme im Pflegekräftebereich. Wir können die Lehrerinnen und Lehrer aufrufen, wo inzwischen über die Hälfte der Neueinstellungen Quereinsteiger sind, die auf die Schüler losgelassen werden, in Anführungszeichen, das sind ja auch alle tolle Leute, alle haben Hochschulstudium, aber keine pädagogische Ausbildung und dergleichen mehr. Und da, glaube ich, da ist das zentrale Problem, was wir wirklich anpacken müssen. Wir müssen dafür sorgen, auf der einen Seite, dass der ländliche Raum nicht abgehängt wird, und wer keine Busse und Bahn hat, der ist abgehängt, das ist in Großschulen Gott sei Dank nicht der Fall, darüber werden wir aber, glaube ich, dann noch vertiefend diskutieren. Dazu gehört aber auch, dass Menschen da sind. Und dazu gehört eben auch eine aktive Politik, Menschen anzuwerben. Und das heißt nicht nur, dass ich Wohnraum zur Verfügung stelle, preiswerter Wohnraum ist ja auch schon gefallen als Thema, sondern dass ich aber auch eine Art von Willkommenskultur habe. Und da bin ich ja auch sehr dankbar, dass es hier diese Willkommensinitiative gibt. Weil wir werden diese Menschen nicht alle aus Baden-Württemberg oder Bayern zu uns bekommen. Machen wir uns nichts vor. Sondern wir werden uns tatsächlich öffnen müssen. Und wenn beispielsweise Pflegekräfte, Krankenschwestern, wir gerade eine Situation haben, wo ein Krankenhaus gegenwärtig mehrere Dutzend Kosovarinnen angeworben hat, die alle Deutsch sprechen, die alle eine Ausbildung haben, aber seit 1,5 Jahren nicht einreisen können, weil hier die Berufsanerkennung nicht funktioniert hat, dann sehen wir doch, wo das Problem steckt. Wir müssen also tatsächlich dafür sorgen, dass diese Menschen eine Chance haben, zu uns zu kommen, weil wir sie brauchen. Und dafür brauchen wir eine Willkommenskultur, dafür brauchen wir Sie, dafür brauchen wir aber auch eine ganz andere Entwicklungsperspektive, als es bisher der Fall in Brandenburg war. Ich glaube, das war die Klinge, ja. Danke. Herzlichen Dank, Axel Vogel. Als nächster ist dran Sven Weller für die Freien Wähler. Ja, schönen Tag, vielen Dank für die Einladung. Ich wohne hier in Schorfheide. Ich bin öfter schon in Grünschönebeck gewesen, auch beim Bürgervereinssitzungen. Auch mein Thema ist nicht das Klima als schwerste Problematik im Land Brandenburg, sondern die Diskrepanz zwischen ländlichem Raum und Speckgürtel. Wir sehen, dass der ländliche Raum nicht entvölkert wird, aber Sparkasse haben wir gesehen, in Grünschönebeck wird dicht gemacht, obwohl es kein wirtschaftlicher Faktor war, wie der Sparkassenchef hier gesagt hat, sondern er hat ja den Grund gar nicht genannt vor 2 Jahren hier bei eurer Versammlung. Die Poststelle, das Geld abheben, die Ärzte, ihr müsst, wenn ihr zum Arzt wollt, vielleicht zum medizinischen Versorgungszentrum nach Hinnefurth, da fährt kein Bus hin. Seit 2 Jahren bin ich als Gemeindevertreter, also als Bürger, jetzt Gemeindevertreter dabei, den Bus 905 als Gemeindebus zu versuchen zu implementieren. Alle 2 Stunden vom Heidekrautzug über Hinnefurth mit Anschluss 910 nach Altenhof. Funktioniert ja auch nicht. Da muss man Geld in die Hand nehmen als Gemeinde, um diesen Mehraufwand,
der BBG zu bezahlen. Nicht der Zuzug ist unser Problem, denn Berlin drückt raus. Es drückt in den Speckgürtel und die Leute, die sich dort keine Wohnung mehr leisten können, die drücken in den ländlichen, in den nördlichen Raum oder in den südlichen, also Richtung Mittezentrum. Und die müssen auch irgendwo und wollen auch irgendwo ordentlich leben. Und zwar für das Geld, was sie haben, zur Verfügung. Und wenn ich höre, ALG-II-Bezieher müssen selbst aus ihrem eigenen Satz noch 30 Euro bezahlen, um sich in Eberswein eine Wohnung leisten zu können, dann geht das nicht. Und wenn ich höre, wir haben manche sozialen Wohnungsbau auf dem Programm, den wir in den Kreistag eingebracht haben und den haben sie im Ausschuss versanden lassen, dann sind das einfach nur vor den Wahlen irgendwelche schönen, netten Themen. Auch Groß Schönebeck braucht sozialen Wohnungsraum. Wir haben auch Kinder und Jugendliche, auch Studenten, die wollen irgendwo wohnen. Eichhorst kann zum Beispiel gar nicht bauen, nicht mal in zweiter Reihe. Was machen wir denn mit denen, die eine Wohnung suchen, wie Großfamilien? Nur der ländliche Raum hat diese Option. Er hat aber diese Option nicht, weil der Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg ihn beschneidet. Großschönebeck darf gar nicht wachsen, Schorfheide darf gar nicht wachsen, weil Landesregierung in Brandenburg-Potsdam den Landesentwicklungsplan mit Berlin so gemacht hat, dass nur der Speckgürtel wachsen darf. Ja? Und nicht der ländliche Raum. Ich bin von BVB-Freien Wählern hier. Wir haben die Straßenbaubeiträge mit Ihnen zusammen abgeschafft, mit einem Landesvertreter im Landtag. Und wir wollen antreten, um Ihnen eine Stimme zu geben. Politik von Bürgern für Bürger. Ich bin Familienvater von 4 Kindern, bin als Bürger zu den Ausschüssen gegangen und ich hoffe, dass wir zusammen diese Aufgabe lösen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Wille. Sie hätten noch 3 Minuten, aber Sie können ja, kommen ja nochmal ran. Herr Pölzner für die FDP. Ja, recht herzlichen Dank. Mein Name ist Ronny Völzner. Ich möchte mich ausdrücklich bedanken, dass ich hier heute eingeladen wurde. Ich bin als Liberaler natürlich ein besonderer Fan von Bürgervereinen. Habe einen ähnlichen Verein auch in Fino mit dem Stadtteilverein Fino mitgegründet. Bin da seitdem auch im Vorstand und weiß daher, dass das nicht nur immer Spaß, sondern auch manchmal auch Arbeit ist. Und so ist es sicherlich hier nicht viel anders. Ja, ich bin 1975 in Schwedt, also der heutigen Uckermark, geboren, bin also sozusagen noch ein bisschen Kind der DDR, wohne heute in Eberswalde, bin verheiratet, habe 2 Kinder, bin beruflich als Rechtsanwalt unterwegs mit eigener Kanzlei. Ja, ich wurde gebeten, ja sozusagen so ein bisschen die Kernforderungen der FDP in diesem Landtagswahlkampf auch noch kurz darzulegen. Und der Wahlkampf der Freien Demokraten läuft ja so ein bisschen unter dem Slogan Brandenburg wächst mit seinen Menschen. Und ich persönlich finde diesen Slogan richtig gut, weil er nämlich eins ziemlich deutlich macht, nämlich das Alleinstellungsmerkmal der FDP gegenüber den Mitbewerbern. Wir möchten nämlich, anders als unsere Mitbewerber, uns wirklich, dass die Persönlichkeit jedes Einzelnen im Vordergrund steht. Und die möchten wir stark machen. Wir möchten, dass jeder, so wie er es für richtig hält, seinen Weg gehen kann, ohne dass der Staat ihm vorschreibt, was richtig ist. Und das macht eben uns aus. Und wenn der Einzelne eben stark wird, dann wird Brandenburg damit wachsen. Also unser Fokus liegt auf den Einzelnen, auf jeden von Ihnen sozusagen. Und da wollen wir natürlich ran. Und das bedeutet natürlich, dass wir die Probleme, die eben seit Jahren bestehen, langsam lösen müssen. Und das fängt eben an bei Bildung. Meine Vorredner haben es ja schon angesprochen, also wir haben einen akuten Lehrkräftemangel. Wir brauchen dringend Lehrkräfte. Wir versuchen das jetzt mit Quereinsteiger zu lösen, anstatt die Quereinsteiger aber vorher wenigstens ein bisschen pädagogisch zu schulen, wird es sozusagen Learning by Doing oder vielmehr berufsbegleitend denen beigebracht. Und ich denke, das kann auf Dauer nicht die Lösung sein, dass unsere Kinder sozusagen unter diesen Fehlern dauerhaft leiden müssen. Also wir müssen, wenn wir schon Quereinsteiger, da werden wir wahrscheinlich eine Weile nicht drum rumkommen, nehmen diese, bevor wir sie in Lehrtätigkeit schicken, zumindest grundlegend pädagogisch schulen. Das muss also vorab geschehen und nicht nur berufsbegleitend. Wir müssen unsere Schulen an sich weiterhin gut ausstatten. Wir müssen die Digitalisierung voranbringen. Wir müssen sehen, dass wir da aus der Kreidezeit rauskommen und endlich an den Schulen auch ordentlich die IT lehren und lernen können. Dazu bedarf es natürlich entsprechender Inhalte, das muss umgesetzt werden. Wir müssen uns um unsere Pendler kümmern. Seit Jahren ist das Problem bekannt, dass die Pendler
ja, die nun leider, weil wir die Arbeitsplätze hier vor Ort nicht haben, die eben nach Berlin zum Beispiel rein müssen oder an anderen Orten, unter schlimmen Bedingungen leiden, die hoffen müssen, dass der Zug fährt oder dass er eben zu unmöglichen Zeiten fährt oder unregelmäßig fährt. Und das müssen wir schnell ändern. Wir müssen also die Züge schnellstmöglich vermehren oder den öffentlichen Personennahverkehr bzw. Schienenpersonennahverkehr ausbauen. Dazu wird es auch gehören, dass wir einen weiteren Ring um Berlin rumziehen, auf lange Sicht, um eben die unnötigen Wege immer erst nach Berlin rein, um dann wieder raus zu verhindern. Das Weitere ist natürlich, wir müssen die Sicherheit wieder wahrnehmbar verstärken. Es ist ein großes Problem, dass viele sich, obwohl vielleicht die objektive Lage nicht mit dem Subjektiven übereinstimmt, aber viele fühlen sich, das habe ich jetzt in vielen Gesprächen in den letzten Tagen gemerkt, unsicher. Und dieses subjektive Unsicherheitsgefühl müssen wir angehen, indem wir eben erkennbar Polizei auf die Straßen bringen, meiner Meinung nach. Also wir müssen die Polizeikräfte wieder ausbauen. Zum Beispiel braucht Eberswalde, ich komme nur aus Eberswalde, das ist mir natürlich ein bisschen näher als, braucht wieder eine echte 24-Stunden-Wache. Also, dass so eine Stadt wie Eberswalde, die ja Mittelzentrum ist, keine echte 24-Stunden-Polizeiwache, finde ich persönlich, ist ein Ding der Unwirklichkeit und muss sich wieder ändern. Wir müssen also da die Polizeireform wieder ein Stück zurückdrehen. Ja, das sind so die wichtigsten Punkte, die ich jetzt so auf dem habe und bin, glaube ich, gut in der Zeit. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Völkner. 6 von den 7 Kandidaten wohnen im Wahlkreis. Herr Kuffer wird uns erklären, wie er als Potsdamer den Wahlkreis vertreten möchte. Ja, erstmal möchte ich mich vorstellen, dann kann ich gerne auf Ihre Frage eingehen. Mein Name ist Roman Kuffert, ich bin ursprünglicherweise aus Ost-Berlin, war in der DDR damalig Dissident, bin über die Berliner Mauer geflüchtet, nach dem Westen und habe mir einzig geschworen, mit Politik möchte ich nichts mehr zu tun haben. Leider hat es mich 2015 doch dahin gebracht, mich der Politik zuzuwenden. Ich bin also da in die AfD eingetreten. Die Gründe sind vielfältig, die kann ich gerne erläutern im persönlichen Gespräch, aber auch wenn hier Fragen gestellt werden, kann ich darüber auch ganz gerne reden. Vom Beruf her bin ich Instandhaltungsmechaniker, das habe ich noch im RAW, also Reichsbahn-Ausbesserungswerk in der DDR, also in Berlin gelernt. Später habe ich dann den Fluggerätmechaniker, damals hieß es Flugzeugmechaniker, in der USA die Ausbildung genossen. Und ja, und habe mich dann irgendwann mal in den 80er Jahren selbstständig gemacht. Also das zu meiner Vita. Ich habe 2 Töchter, 2 Enkel wohnen. Ich persönlich bin 60 Jahre alt, also auch schon, ja, für mich ein interessantes Alter geworden. Und wollte im Grunde genommen auf Ihre Frage eingehen. Sie hatten ja über Koalition geredet. Koalition in dem Sinne ist jetzt noch gar keine Option, weil man muss abwarten, wie der Wähler entscheidet und dann schaut man weiter. Also da irgendwo zu spekulieren, wäre zu weit gegriffen. Meine Ambitionen sind, deswegen bin ich auch übrigens, jetzt kann ich auf Ihre Frage eingehen, also ich bin Brandenburger seit 1997. Für mich gibt es in Brandenburg keine Grenzen sozusagen zwischen Potsdam und Eberswalde oder der Schaufeide. Für mich ist im Grunde genommen Politik brandenburgweit wichtig, aber ich habe mich hier in diese Region reingewagt, weil ich den ländlichen Raum in der Tat mag. Und aufgrund dessen, wo kann man besser den ländlichen Raum in dem Sinne auch unterstützen als in der Schaufeide? Natürlich gibt es die Lausitz, aber wurde schon erwähnt, die Lausitz ist ja überall auf dem Schirm. Da müssen wir hier noch nicht noch nachlegen. Aber die Schaufeide oder insbesondere eben halt dieser Kreis hier in Barnim, der ist wichtig und der sollte auch entsprechend unterstützt werden. Für mich gilt in erster Linie, das trage ich auch mit von meiner Partei, Familienpolitik. Familienpolitik in dem Sinne, dass wir, weil wir der demografische Wandel wohl auch erwähnt, natürlich kann man sagen, Willkommenskultur. Ja, Willkommenskultur für Kinder ist mir ganz, ganz wichtig. Für Kinder, die mit einer vernünftigen Familienpolitik in die Welt gesetzt werden. Und vielleicht kann da auch dann der demografische Wandel sich dann irgendwo verändern. Da muss aber auch auf der anderen Seite der ländliche Raum attraktiver gemacht werden.
Es müssen Anreize geschaffen werden, dass junge Familien sich ansiedeln können, dass Ärzte auch wieder gewillt sind, sich im ländlichen Raum anzusiedeln, um die Nahversorgung zu gewährleisten. Also von der Sache her, es gibt viel Arbeit. Die innere Sicherheit wurde auch schon angesprochen. Ich stehe auch dazu, dass die innere Sicherheit erhöht werden muss. Es kann nicht sein, dass aus Eberswalde die Polizei abgezogen wurde nach Bernau. Es kann auch nicht sein, dass wir hier gar keine Polizeistelle, nicht mal irgendwo in der Nähe was haben. Das heißt also, in der Tat ist es so, wenn man die Polizei anruft, hat man hier so ja das Erlebnis, dass gar keiner erreichbar ist. Das kann nicht sein. Also wenn irgendwo eine Notsituation ist, muss man die Polizei erreichen können. Und so sehe ich es genauso bei Krankenwagen und natürlich auch bei der Feuerwehr. Das muss alles in sich harmonisch sein. Ja, und natürlich ist für mich, weil der ländliche Raum natürlich und hier die Region angesprochen wurde, die Heidekrautbahn auch ein Thema. Also Infrastrukturveränderung, ÖPNV muss ausgebaut werden. Bus-Thema, also das heißt in dem Sinne, die Taktzahlen der Busverbindungen, die muss anders laufen, zeitlich auch. Das kann nicht sein, dass in Joachimsthal der letzte Bus um 22 Uhr fährt. Übrigens Heidekrautbahn, die Petition habe ich übrigens unterschrieben, schon im Internet, finde ich einen ganz wichtigen Ansatzpunkt. Und den sollte man ausbauen. Weil nur wenn diese Verkehrsanbindungen ausgebaut sind, wird auch aus der Stadt heraus sich der ein oder andere sagen, es ist ja wohl doch schön, auf dem Land zu gehen und sich da eben halt ein Leben aufzubauen sozusagen. Weil auf dem Land baut man sich ein Leben auf. Und Förderung der Familien zum Beispiel, ist mir auch ein wichtiges Thema, dass man praktisch Familien finanziell unterstützt, wenn sie sich ein Haus bauen wollen. Da gibt es mit Sicherheit momentan zu wenig Förderprogramme. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für diese erste Vorstellungsrunde. Wir kommen dann zu den Fragen, die wir den Kandidaten vorab übermittelt hatten. Ich verlese sie nochmal, um sie auch dem Publikum vorzustellen. Wie viel ist die manche Dinge sind ja schon angeklungen in den einzelnen Statements, aber es ist ja ein Konvolut von Fragen. Wie viel ist die Infrastruktur auf dem Lande wert, um gleiche Lebensbedingungen zu schaffen und die Abwanderung zu stoppen? Wie kann eine Umverteilung von städtischen Räumen auf das Land konkret aussehen? Wann wird die Versorgung mit Handyempfang und Internet in Schorfheide auf dem heutigen Stand, zum Beispiel von Albanien oder den baltischen Staaten, angehoben? In der Tat, wir sind weit dahinter zurück. Wir haben in Schluft und in Böhmerheide so gut wie keine Verbindung mit Handy oder Internet. Wir haben ein ganz schwaches Internet und wir haben sogar innerhalb des Ortes Groß-Schönebeck, je nachdem, ob man auf der linken oder auf der rechten Straßenseite wohnt, entweder hervorragendes Internet oder fast gar nicht. Und das kann nicht sein und ist ja auch wohl eine Folge der Privatisierung der Vergangenheit, dass diese Grunddaseinsversorgung, die für die Menschen so wichtig ist wie der Wasseranschluss damals war und heute natürlich immer noch, ist heute eine Internetverbindung. Wann werden die Ortsteile von Schorfheide per ÖPNV mit dem Sitz der Gemeinde und der Kreisstadt angeschlossen und damit auch die freie Wahl weiterführender Schulen ermöglicht? Ich hatte eine Bürgerin aus dem Ort angesprochen, die eine bestimmte Schulart für ihr Kind sucht und hat dabei herausgefunden, dass ihr Kind dann um 5 Uhr morgens losfahren müsste, um zu dieser Schule zu kommen. Das zu den gleichen Lebensbedingungen. Wie viel Geld bekommt Brandenburg aus dem Länderfinanzausgleich und wofür werden sie eingesetzt? Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Ich war in Südtirol im Urlaub, in einer Gemeinde, die halb so groß ist wie unsere Gemeinde. Nämlich 2000 oder noch kleiner, ein Drittel so groß, 2700 Einwohner. Mit 5 Ortsteilen und alleinliegenden Bauernhöfen. Alle diese Ortsteile und alle alleinliegenden Bauernhöfe sind mit einer asphaltierten Straße verbunden, ohne Schlaglöcher. In den letzten 10 Jahren hat diese Gemeinde ein Fernheizwerk gebaut, eine Schule, eine Kita, ein Rathaus, ein Kulturhaus, eine Sportanlage mit Tennisanlage, Sporthalle mit Gastronomie und alle Ortsteile werden stündlich von 6 bis 21 Uhr mit einem Bus angeschlossen. Und der ist für alle Touristen kostenlos und für die Kinder. Das ist genau die Frage. Das Gleiche haben wir, als wir den Europäischen Dorferneuerungspreis in Österreich entgegengenommen, in der Gemeinde dort erlebt. Die Gemeinde
tipptopp alles renoviert, die Straßen in Ordnung und die haben 6 Schulen bei 3000 Einwohnern, weil sie sagen, die kleinen Kinder sollen nicht stundenlang irgendwo hingefahren werden. Das Gleiche habe ich in Greding in Bayern gesehen. Das sind 3 Beispiele aus EU-Staaten und da frage ich mich, läuft irgendwas falsch in der Verteilung der Mittel, in der Infrastruktur, in denen immer in Sonntagsreden gesprochen wird? Dann war die Frage, unterstützen Sie die grundfunktionalen Schwerpunktsorte Groß-Schönebeck? Das hat mit dem Landesentwicklungsplan zu tun. Groß-Schönebeck ist traditionell ein Ort, der mit den umliegenden Ortsteilen Grunddaseinsfunktionen wahrnimmt, wo hier Dinge konzentriert sind und die müssen auch erhalten werden. Wie kann eine konkrete Wirtschafts- und Tourismusförderung vor Ort aussehen? Wie kann Spekulation mit Land und Boden verhindert werden und der Leerstand von Immobilien? Und eine Frage, die auch die Kommunalverfassung anbetrifft, sollen die Ortsteile und damit auch die Ortsvorstände wieder mehr Mitsprache in Dingen bekommen, die nur den Ortsteil betreffen? Das ist in der Kommunalverfassung auf Landesebene geregelt. Bisher gibt es ja nur eine beratende Rolle bei den Beiräten. Dann darf ich Sie bitten, auf diese Fragen einzugehen. Bitte, Herr Lux. Ja, das ist jetzt natürlich ein Portfolio an Fragen. Vielleicht können wir es ja auch so machen, dass wir nachher an den Tischen auf viele dieser Einzelfragen eingehen. Ich würde jetzt an meiner Stelle jetzt vielleicht mal so 2, 3 Schwerpunkte rausgreifen. Der erste Schwerpunkt wäre für mich, und das will ich mit einem ganz klaren Ja beantworten, unterstützen Sie sozusagen Groß-Schönebeck auf dem Weg dahin, grundfunktioneller Schwerpunktort zu werden. Ein fantastisches Wort, aber ganz klar ja, weil ich glaube tatsächlich, da liegt auch die Antwort in viele der gestellten Fragen. Ich denke, dass das Thema, wir haben ja auch vor kurzem erst darüber gesprochen, ich habe es auch selber erfahren, als ich versucht habe, Wetterbericht noch abzurufen, als ich bei Ihnen letztens zum Gespräch war und überhaupt nicht ins Internet gekommen bin. Natürlich, das Thema Internet sehe ich ganz genauso. Es ist sozusagen ein ganz wesentlicher Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge. Unser Bundespräsident hat mal gesagt, es ist eigentlich Dableibevorsorge, weil ganz viel darüber natürlich auch möglich wird. Homeoffice, Startups, die gefördert werden können, etc. Von daher bin ich sehr froh, dass die SPD in ihrem Landtagsprogramm da auch eine klare Aussage getroffen hat. Wir wollen über 200 Millionen in den Breitbandausbau stecken. Ich weiß, dass auch der Landkreis hier vor Ort, der Landrat wird vielleicht ja nachher noch vorbeikommen, dann können Sie ihn auch selber noch mal befragen, auch in den nächsten 3 Jahren da erheblich etwas tun will. Und vor allen Dingen auch, was die Mobilfunkförderung angeht, werden wir alles tun, dass sozusagen wir da Druck auch auf den Bund machen. Man muss aber eben auch fairerweise sagen, da sind die Privaten auch ein Stück weit in der Verantwortung, da diese Lizenzen ja vergeben wurden. Leider. Und dennoch haben wir eine klare Aussage getroffen, wenn das alles nicht schnell genug geht, gerade in den Bereichen, wo sozusagen nicht sofort die Privaten eben aktiv sind, und es wird wahrscheinlich ja dann der ländliche Raum sein, wollen wir auch mit einer eigenen Mobilfunkförderung hier reingehen. Ich will an der Stelle aber auch zumindest einmal darauf hingewiesen haben, das ist nicht ganz widerspruchsfrei. Ne? Das ist natürlich Geld, was wir da reinstecken, was eigentlich die Privaten da reinstecken müssten, was an anderer Stelle fehlt. Viele Themenbereiche sind ja angesprochen worden, wo es genauso wichtig und sinnvoll wäre, Geld reinzustecken. Auch die Installation von Mobilfunkmasten ist, glaube ich, nicht ganz konfliktfrei, ähnlich wie die von Windrädern. Ja? Also auch das werden wichtige Prozesse sein, die da miteinander laufen. Und da bin ich bei dem Punkt Ortsteilvertretung. Ich finde es ganz wichtig, dass Sie vor Ort so viel wie möglich selber entscheiden können und auch sollten. Haben wir in Eberswalde, ich sagte ja, ich bin Stadtverordneter, mit einer Beschlussvorlage versucht, Ortsteilbürgermeister wieder einzurichten, die auch ein eigenes Budget haben, die eigene Entscheidungen treffen konnten. War bei meinen Kollegen und Kolleginnen in den anderen Fraktionen jetzt nicht unbedingt mehrheitsfähig. Trotzdem werden wir weiter dafür streiten. Ich will noch was zur Wirtschaftsförderung sagen, weil das ja auch für Groß-Schönebeck ein wichtiger Punkt ist. Ich bin nach unserem Gespräch immer durch den Ort gefahren, habe mir viele Sachen noch angeguckt und war ganz begeistert, was es alles noch gibt. Heidekrautbahn habe ich schon gesagt, auch da ein ganz klares Ja, werden wir unterstützen. Ich habe nicht nur Ihre Unterschriftensammlung unterschrieben, sondern wir werden da aktiv miteinander was machen. Ich lade Sie übrigens an der Stelle alle ein, jetzt am Montagmorgen nach Eberswalde in den Mundshof um 18.30 Uhr, da wird der Brandenburger Wirtschaftsminister da sein. Wir werden unter anderem das Thema Wasserstoff miteinander besprechen, weil das ist ja sozusagen auch so eine Innovation, die für die Heidekrautbahn eine große Rolle spielt. Und ich glaube, da können wir auf einen guten Weg was bringen. Thema Wirtschaftsförderung.
Da haben wir auch eines im Programm drinstehen, was ich auch gut und richtig finde. Meisterprämie, Meistergründungsprämie, also Anschubfinanzierung für neu zu gründende Unternehmen oder für Übernahme von Unternehmen. Die KMU-Förderung, also Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen, die jetzt wesentlich mehr darauf abgestellt werden soll, zum Beispiel bei der Digitalisierung zu helfen. Das sind, finde ich, gute und richtige Dinge. Ihre anderen Fragen, ich verstehe die mal so ein bisschen provokant und es ist gut und richtig, sie zu stellen. Wir werden nie überall gleiche Lebensbedingungen haben, weil was würde das heißen? Das würde heißen, Sie bräuchten hier eine Oper, Sie bräuchten hier ein Theater, ja? Und Berlin bräuchte eine wunderschöne Schorfheide. Was wir erreichen können und auch müssen miteinander, sind gleichwertige Lebensbedingungen zu haben. Und ich finde, Landesentwicklungsplan ist ja auch angesprochen worden und ich weiß, dass da ja auch Kollegen hier eine ganz andere Meinung haben und das ist gut und richtig in der Demokratie. Ich finde es dennoch grundsätzlich richtig zu sagen, das Land muss ein bisschen steuernd auch darauf hinwirken, wie Gemeinden wachsen und wo sie wachsen. Thema Klimaschutz, auch wenn Herr Vogel jetzt nicht ansprechen wollte, es ist natürlich auch ein Thema und wenn wir die gesamte Fläche komplett zersiedeln, dann werden wir an anderer Stelle natürlich auch Probleme kriegen. Insofern, letzter Satz dazu, weil der Wecker hat ja schon geklingelt. Ich möchte Sie in jedem Fall dabei unterstützen, grundfunktionaler Schwerpunktsort zu werden, aus all den genannten Gründen. Darf ich mir die Fragen? Gerne. Genau. Also ich glaube, die Fragen, die hier gestellt werden, ist ja einmal die Frage Stadt und Land. Ich finde, Stadt und Land darf man genauso wenig gegeneinander andiskutieren oder überhaupt diskutieren, wie beispielsweise Lausitz und Nordostbrandenburg. Ich habe genau dieselbe Position. Ich sage auch immer wieder auf anderen Podiumsdiskussionen, wenn auch Herr Woidke dabei ist, sage ich ganz deutlich, wir sind nicht die Regierung der Lausitz, sondern wir sind die Regierung des gesamten Landes Brandenburgs. Und da muss man dann auch eben hinterher sein. Auch ich habe erlebt in den letzten 3 Jahren, dass auch hier in der Region in Ostbrandenburg 1500 Industriearbeitsplätze weggefallen sind. So, wo sind die denn aber hingegangen? Die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und deswegen zur Wirtschaftsförderung. Brandenburg hat jahrzehntelang 2 Fehler aus meiner Sicht gemacht. Erstens, Brandenburg hat bis 2009 als Billiglohnland geworben. Die haben gesagt, kommt nach Brandenburg, hier gibt es keine Tarifverträge, hier gibt es keine Betriebsräte, hier könnt ihr gut und schnell Geld verdienen. Und 2. Fehler, der gemacht wurde, war, es wurde viel in Großprojekte investiert. Es wurden große Luftschlösser gebaut. Die kennen Sie alle viel besser noch als ich, Cargolifter oder viele andere Dinge. Und deswegen will ich auch davor warnen, wenn jetzt Wasserstoff beispielsweise diskutiert wird, ist eine völlig unterschätzte Technologie. Da muss wesentlich mehr geforscht werden, da kann wirklich viel passieren. Aber wenn wir uns jetzt wieder auf eine Technologie konzentrieren und meinen, das wäre tatsächlich das einzige probate Mittel, um den Strukturwandel zu schaffen, dann werden wir wieder auf die Nase fliegen und dann wird es wieder nicht weitergehen. Deswegen geht es um die Förderung von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Es geht bei uns zum Beispiel auch darum, wenn wir über Fachkräftemangel reden, da könnte ich ganz viel darüber reden, dass das auch hausgemacht war. Dass wir immer noch viele Betriebe haben in dieser Region, die eben nicht ausbilden. Dass wir im Handwerksbereich eben nur 8% der Betriebe haben, die ausbilden. Das ist handgemacht, also hausgemacht, handgemacht und hausgemacht. Aber nichtsdestotrotz wird es tatsächlich darum gehen, auch die berufliche Ausbildung, die duale Ausbildung, auch dann Meisterausbildung mit der Hochschulausbildung gleichzustellen. Deswegen sagen wir als Linke, wir müssen endlich die Meisterprüfungskosten abschaffen. Also ich verstehe es nicht, das Bundesland, Sie von Ihren Steuergeldern haben mein Studium finanziert, ich musste kaum was bezahlen. Aber jemand, der eine Meisterprüfung machen will, muss von zwischen 10.000 und 30.000 Euro bezahlen. Das ist ein Problem, das müssen wir, diese Ungerechtigkeit müssen wir abschaffen. Dann würde ich Ihnen aber auch noch zu anderen Dingen was sagen. Ländliche Räume, Mobilfunk, Landesentwicklungsplan, da sind ja alle möglichen Dinge im Raum. Da will ich gleich was zu sagen. Beispielsweise Spekulation von Flächen und auch Mobilfunk, das gehört zusammen. Und auch, dass Regionen zum Stück weit auch sich abgehängt fühlen oder auch die Verbindungen nicht so gut sind, wie sie eigentlich sein müssten, hängt auch damit zusammen, dass jahrelang gesagt wurde, hier gibt es immer weniger Menschen, hier braucht man nicht so viel und so weiter. Das lohnt sich im Prinzip nicht. Es rennen ja auch immer noch angebliche Wissenschaftler rum, die sagen, man muss bestimmte Regionen in Brandenburg entvölkern. Das würde ja alles gar keinen Sinn machen. Da sage ich Ihnen ganz klar, weil es eben nicht um die Menschen geht, sondern nicht um die vielen in diesem Land, sondern um die Profite von wenigen. Und bei Mobilfunk ist das beste Beispiel. Ich sage Ihnen eins, wir können als Land nochmal 500 Millionen oder 1 Milliarde in den Mobilfunkausbau stecken. Können wir alles machen. Wir werden aber trotzdem nicht die Netzabdeckung hinbekommen, die wir eigentlich brauchen. Die bekommen wir erst hin, wenn wir das sogenannte nationale Roaming einführen. Das bedeutet, in allen anderen europäischen Ländern übrigens funktioniert das genau so. Ich war letztens, bin ich nach Gdansk gefahren, war in Polen im letzten Wald, habe überall LTE gehabt. Bin über die deutsch-polnische Grenze oder polnisch-deutsche Grenze in Tschetschen und zack, bumm, weg.
Wissen Sie, woran es liegt? Weil wir nicht die Konzerne dazu verpflichten, dass sie für alle Kunden da sind. In allen anderen Ländern ist das möglich. Und ein Privater hat nicht das Interesse, hier nach Groß-Schönebeck noch einen Funkmast zu stellen, weil hier zu wenig Menschen wohnen und er damit natürlich keinen Profit macht. Er hat kein Interesse an gleichwertigen Lebensbedingungen, sondern es ist auch sein Job und es ist auch seine Aufgabe, das werfe ich ihm auch gar nicht vor, natürlich Profite zu machen. Ich werfe aber der Bundesregierung vor, dass sie hier nicht endlich dafür sorgt, nationales Roaming einzuführen, weil dann wäre die Situation immer noch eine bessere. Nichtsdestotrotz gibt es noch weiße Flecken. Da haben wir jetzt als Landesregierung 100 Millionen Euro freigegeben, um Funkmasten zu bauen. Und dann bitte ich Sie aber gleichzeitig auch in den Diskussionen dabei zu sein, wenn wir die Bürgerinitiativen gegen die Funkmasten haben. Das ist immer ein Interessenausgleich, den wir haben und den wir fortführen müssen. Ackerflächen, ein riesiges Problem, was, wie ich finde, völlig unterbelichtet in der Öffentlichkeit ist. Wir haben jetzt die Diskussion in die BVVG-Flächen, also die Treuhandflächen, die ja Volkseigentum waren, die weggenommen wurden. Und jetzt der Bund wieder sagt, so Land Brandenburg oder beziehungsweise andere können es zurückkaufen. Das lassen Sie mich sagen. Das ist wirklich nicht das Thema. Weil es tatsächlich so ist, ich sage das ganz deutlich, Mecklenburg-Vorpommern hat die BVVG-Flächen gekauft und hat sie dem Markt entzogen und gibt sie jetzt an regionale Landwirtschaftsbetriebe weiter. Und da sage ich, das muss auch der Brandenburger Weg sein. Es kann nicht sein, wir hatten es bei den Seen genauso, die Seen wurden privatisiert, also hat der Bund übernommen und wir mussten, das war mal Volkseigentum, mussten über 6 Millionen dafür bezahlen, dass die Seen wieder zugänglich sind. Wir haben sie als Rot-Rot kommunalisiert und haben sie wieder frei zugänglich gemacht. Und genau dasselbe wird jetzt uns auch bei den Agrarflächen vorbestehen. Wir werden hier 30 Millionen Euro höchstwahrscheinlich investieren müssen, um die Flächen zu kaufen und dann zu verpachten an Agrarflächen und nicht an irgendwelche Landgrabbing-Firmen oder irgendwelchen anderen Geschichten. Das meinte ich vorhin mit Eigentumsfrage. Wir können nur eine ordentliche Landwirtschaft hier vor Ort betreiben, wenn sie auch hier vor Ort von den Leuten gemacht wird und nicht von irgendwelchen großen Firmen, die zweimal im Jahr aus den Niederlanden kommen und die Bauern vor Ort gar nicht wissen, woher sie kommen. Vielen Dank. Ja, danke schön. Als nächster Herr Vogel. Ja, auch auf die Gefahr, jetzt mal mich zu wiederholen oder ihn zu wiederholen. Mit dem nationalen Roaming, da sieht man aber noch ein anderes Problem. Nämlich nationales Roaming setzt ja voraus, dass im Telekommunikationsgesetz genau das vorgeschrieben ist. Und es hätte vorausgesetzt, dass bei der Versteigerung der Lizenzen der Bund auf Einnahmen verzichtet hätte, um zu erreichen, dass dieses nationale Roaming auch stattfindet. Insofern ist das nicht nur allein ein Problem der Telekommunikationsgesellschaften, die Gewinne machen wollen, sondern es ist ein Problem der Bundespolitik, die hier ganz falsche Weichenstellungen gesetzt hat. Und deswegen sind wir ein Entwicklungsland, sobald es um Mobilfunk geht. Und wenn wir über feste Netzanschlüsse reden, dann sind wir deswegen ein Entwicklungsland, weil bis heute im Telekommunikationsgesetz zwar der Telefonanschluss als Daseinsvorsorge vorgegeben ist, aber bisher nicht der Zugang zum Internet. Und ich denke, da ist der Dreh- und Angelpunkt und es ist zu Recht angesprochen worden, wir können hier noch Abermillionen, Hunderte von Millionen, eine Milliarde und mehr investieren. Wir könnten es aber auch ganz billig haben, nämlich indem der Bund einfach ein Gesetz ändert und alle damit verpflichtet sind, dafür zu sorgen, dass genau diese Daseinsvorsorge nicht nur im ländlichen Raum, sondern überall gewährleistet ist. Und dann kommt natürlich dann auch der Teufel im Detail noch dazu. Die Kreise sind nun also dabei, für Breitband die entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen. Das Land stellt die Mittel zur Verfügung, auch der Bund, auch die EU hat noch was dazugegeben. Und dann gibt es beispielsweise den Landkreis Elbe-Elster, der in mehreren Ausschreibungsverfahren niemanden findet, der bereit ist, diese Baumaßnahmen durchzuführen, weil nämlich die Baukapazitäten überhaupt nicht vorhanden sind, weil die Betreiber auch überhaupt nicht bereit sind, das ist dann der nächste Punkt, also entsprechend der Vorgaben die entsprechenden Leistungen zur Verfügung zu stellen. Und dann kriegen wir hier völlig wahnsinnige Geschichten wie Neukünkendorf, wo ein bestehendes Netz abgewickelt werden soll, weil der Betreiber sagt, es lohnt sich für mich nicht. Ne? Entweder zahlt jetzt die Kommune Geld dafür, dass ich es weiter betreibe, dann sagt die Kommune, okay, wir zahlen Geld dafür, dass du es weiter betreibst, sagt er zu spät, ich will nicht mehr. Ergebnis ist, dass die Kommune dann für ziemlich viel Geld, es geht um Angermünde, dann dieses Netz aufgekauft hat. Aber also, es ist alles nicht so einfach, wie es zunächst mal aussieht. Es ist alles nicht nur einfach mit Geld zu machen, sondern vieles sind auch gesetzliche Regelungen, die getroffen werden müssen. Und dann kommen wir zum grundfunktionalen Schwerpunktort, der selbstverständlich unterstütze ich das. Der Punkt ist hier auch wieder, die Zuständigkeit liegt bei der Landesregierung. Ne? Und insofern muss die Landesregierung handeln. Ich möchte mal darauf hinweisen, die Landesregierung hat ja die Grundzentren abgeschafft. Es ist der Landtag gewesen, der eine Enquete-Kommission eingesetzt hat für die Entwicklung der ländlichen Räume, übrigens auf unsere Initiative, und sich einig war, dass es wieder Grundzentren geben soll. Und die grundfunktionalen Schwerpunktorte sind praktisch das Ergebnis
einer intensiven Arbeit im Landtag, wo tatsächlich viele Landtagsfraktionen sich zusammengefunden haben und der Regierung die gelbe Karte gezeigt haben. Und ich denke, das ist eben auch Landtagsarbeit, nicht nur, also jetzt auch für die Koalitionsabgeordneten, das einfach hinzunehmen, was die Regierung vorgibt, sondern selber eine Position zu entwickeln. Komme ich zum Beispiel Südtirol, das finde ich nämlich auch sehr bemerkenswert. Wenn Sie nach Südtirol fahren, dann schließe ich es auch ab. Der Punkt ist, Sie können nicht nur in der Gemeinde rumfahren, sondern Sie kriegen, wenn Sie dort Gast sind, eine Karte für ganz Südtirol. Ganz Sie können in ganz Südtirol rumfahren. Das wird über eine Fremdenverkehrsabgabe finanziert. Na, und selbstverständlich können wir das hier auch einführen. Die rechtlichen Voraussetzungen sind vorhanden, das muss verhandelt werden. Und die Autos bleiben stehen. Und die Autos bleiben stehen, na, selbstverständlich. Aber da muss auch das Zugangebot entsprechend vorhanden sein. Da sind wir dann wieder beim Anschluss. Also von daher, es gibt immer Möglichkeiten. Ne? Ein Politiker, der sich hinstellt und sagt, da kann ich sowieso nichts machen und so weiter, der ist sowieso fehl am Platze. Aber Politik ist eben nicht nur im Landtag, sondern Politik ist auch vor Ort. Und das ist zum Beispiel eine Zuständigkeit, die Sie hier alleine haben. Vielen Dank, Herr Vogel. Als nächstes Sven Weller von den Freien Wählern. Ich gehe jetzt mal nicht aufs Internet ein. Das wurde schon sehr ausführlich thematisiert. Ich gehe mal auf die Ortsbeiräte ein. Wir sind ja Bürger für Bürger in der Politik, keine Partei, also BVB Freie Wähler. Und wir wollen natürlich, dass Ortsbeiräte mit den Bürgerinnen und Bürgern zusammen Ortsentwicklungskonzepte sicherstellen. Wie soll denn mein Ort in 10 Jahren, in 20 Jahren aussehen? Und wenn auch der ländliche Raum mit dem Mittelzentrum Eberswalde zusammen sich entwickeln möchten, nicht nur Einfamilienhäuser, sondern auch günstigen, altersgerechten, bezahlbaren Wohnraum, dann sollen sie das, wenn sie das möchten, in ihren Orten auch bauen dürfen. Das kann nicht sein, dass Potsdam sagt, ihr dürft nur 5% der Fläche in den nächsten 10 Jahren rausgeben für Bebauung. Das geht so nicht und da müssen wir ran. Das Zweite ist, wenn man einen Zug um 7 Minuten verschieben möchte, und zwar den Zug nach Joachimsthal von Eberswalde, damit die Nutzer, die Pendler aus Berlin abends auch noch diesen Zug nehmen können, dann heißt es einmal vom VBB, ja, können wir verschieben. Und auf einmal heißt es nach 3 Jahren wieder nicht. Das war nämlich meine Anfrage auf Anfrage von Bürgerinnen und Bürgern aus Joachimsthal beim Bürgerbranch, ob wir das können. Es ist also nicht so, dass ich nur auf den Bund schieben muss, die Verantwortung, oder auf Potsdam, sondern das müssen wir auch im Landtag so regeln, dass es einfacher geht beim VBB, solche Veränderungen sofort durchzuführen. Weil das versteht der Bürger und die Bürgerin gar nicht, wenn man so eine einfachen Sachen gar nicht kann. Und wenn man einen Bus wie den Bus 910 alle 2 Stunden zur Heidekraufbahn über Schorfheide, Pienefurt fahren lassen möchte, dann muss man Geld in die Hand nehmen und dann muss man das ausfinanzieren. Das sind vielleicht 50.000 Euro, das ist vielleicht nicht unbedingt eine Aufgabe immer der Gemeinde, aber das ist eine sofortige Lösung notwendig, weil wir haben nicht nur Kinder und Jugendliche, die zur Schule kommen wollen oder zum Gymnasium in Fino, sondern wir haben auch Menschen, die zum Gemeindezentrum wollen oder die zum Einkaufen oder zum Arzt nach Eberswalde müssen. Das sind so Sachen, da muss das Land Geld bereitstellen, damit auch der Kreis das ausfinanzieren kann. Und wenn ich sehe, dass der Bund Geld für den ÖPNV gibt und das Land die Mittel aber gar nicht vollständig ausschöpft und weitergibt, ist das eine Frage an die, die hier in der Landesregierung sind, warum das nicht schon geschehen ist. Das stimmt sehr wohl. Gut. Kommen wir mal zum Ruhr-Schönebeck. Wir sehen, Sparkasse geht weg, obwohl der Standort wirtschaftlich sich stark getragen hat. Warum ist denn der Geldautomat nicht da? Wir haben gehört, wenn wir nach Polen rüberfahren, haben wir sofort LTE. Da steht übrigens auch ein Geldautomat mit Ein- und Auszahlmöglichkeit. Hier, sagt der Sparkassenchef, ist nicht möglich, versicherungstechnisch nicht abgedeckt. Also wenn an der Grenze zu Polen so ein Automat steht, warum nicht bei uns in Groß-Schönebeck? Ja? Und warum haben wir keine Bank mehr hier, ja? Wo man auch solche Geschäfte wie Beratung machen könnte? Das ist ja keine Aufgabe nur von Potsdam, sondern es ist auch eine Aufgabe vom Kreis. Und wir haben ja auch Aufsichtsratmitglieder bei der Sparkasse. Nur, was ist da passiert? Nix. Gar nichts. Das sind so einfache Lösungen, das verstehen die gar nicht. Ich verstehe es auch nicht. Da müssen wir ran. Und zum Thema Heidekraut fahren. Wir können natürlich den Stundentakt wollen. Aber wir wollen auch Abendsverbindungen haben oder am Wochenende. Ja, es nützt niemanden, wenn er um 20 Uhr in Berlin arbeitet und Feierabend hat und dann nicht nach Groß-Schönebeck kommt, auch wenn der Zug in Stundentakt fährt, wenn der Zug um 22 Uhr und 23 Uhr nicht hier hochfährt. Ja, wir wollen gleichwertige Lebensbedingungen, nicht dieselben. Und daran werde ich arbeiten, auch als Landtagsmitglied. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Weller. Nur zur allgemeinen Information. Wir haben einen Geldautomaten in Groß-Schönebeck erkämpft. Arim Burs, unser Ortsvorsteher, vorneweg und der Bürgerverein an seiner Seite. Wir sind ja da im ganzen Land in den Medien gewesen deswegen und es ist nicht die Lösung, die wir uns erhofft haben, aber es ist ein Kompromiss. Und es gilt auch nur für Sparkassen, Mitglieder oder Kunden, die hier in dieser Sparkasse gemeldet sind. Und zu den Verkehrsverbindungen ist noch zu sagen, die Busse in die Gemeinde bzw. in die Kreisstadt fahren nur in den Schulzeiten. Wir haben die Situation gehabt, dass unsere Geflüchteten in Eberswalde zu den Sprachkursen mussten, aber es gab gar keine Verkehrsverbindung, sodass wir in Privatinitiative mit PKWs den Transport sicherstellen mussten oder auch gern gemacht haben, damit die Spracherfolge erzielt werden. Und das Gleiche bei Lehrstellen. Das ist die Situation, vor der wir hier am Lande stehen. Herr Völzner. Ja, vielen Dank. Ich will jetzt gar nicht alles wiederholen, was meine Vorredner schon dargelegt haben, aber es wird Sie jetzt nicht überraschen, dass ich als freier Demokrat natürlich 5G an jeder Milchkanne gerne hätte, weil das die Grundvoraussetzung ist, dass wir auch dauerhaft auf dem ländlichen Raum gut leben können. Weil es wird aus meiner Sicht zukünftig nicht mehr so sein, dass Leute dorthin ziehen, wo sie keine ordentliche Funkverbindung haben, wo sie keine ordentliche DSL-Verbindung haben. Das ist, die Leute werden diesen Ort meiden und schlimmstenfalls sogar von dort wegziehen. Deshalb brauchen wir diese Dinge auch im ländlichen Raum ganz dringend. Und da hat die Bundesregierung aus meiner Sicht eben bei der letzten Versteigerung eine große Chance vertan, indem die Ausschreibungsbedingungen eben nicht so gefasst waren, dass man gesagt hätte, das wird demnächst ordentlich laufen. Jetzt müssen wir eben als Land sehen, was wir daraus machen. Und wir müssen da leider dann viel Geld in die Hand nehmen, um das ein bisschen zu korrigieren. Aber das muss eben sein, um die Lebensbedingungen hier auf dem Land auch hochzuhalten. Und das lohnt sich ja. In Brandenburg ist nun mal ein Flächenland und das, da können wir uns nicht nur auf Potsdam oder Bernau konzentrieren. Ja, die weiteren Punkte, grundfunktionaler Schwerpunktort. Da bin ich auch als freier Demokrat sehr dafür, weil ich glaube, dass die Leute, die es direkt betrifft, immer am besten wissen, was sie machen wollen und was sie machen sollen und was das Beste für einen Ort ist. Deshalb sollten solche Sachen passieren und auch die Ortsbeiräte vor Ort in gewissen Rahmen entscheiden können mit entsprechenden Budgets, was sie hier vor Ort damit machen wollen. Und damit will ich es an dieser Stelle auch schon bewenden lassen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Fürstner. Als nächster Herr Kuffer. Ja, also prinzipiell unterstütze ich den grundfunktionalen Schwerpunktort Groß-Schönebeck. Es sollte auch nicht diskutiert werden, dass man nur einen Automaten hat. Es wird die Sparkasse wieder hier. Ja? Das ist mal ein wichtiger Punkt. Diese Stück für Stück abbauen von Ressourcen oder von Gegebenheiten finde ich nicht in Ordnung. Wir haben hier eine Region. Also ich bezeichne es mal als Goldstaub. Goldstaub in dem Sinne, was die touristischen Möglichkeiten betrifft. Da muss man einfach konzeptionell ran. Da muss man in Zukunft ein Tourismuskonzept entwickeln für sanften Tourismus, der letztendlich auch Arbeitsplätze schafft, der in diese Richtung geht, dass man vielleicht zum Beispiel den Finow-Kanal wiederbelebt, dass der im Grunde genommen ausgebaut wird. Aber auch hier in der Region, zum Beispiel Groß-Schönebeck als Standort für Übernachtungsmöglichkeiten, wo man im Grunde genommen von hier aus die Schorfheide erkunden kann. Das sind kleine Ansätze. Wir haben ein Einzugsgebiet von 3,6 Millionen Menschen aus Berlin. Die suchen größtenteils Erholung. Und diese Erholung, die sie suchen, finden sie hier hervorragend, wenn es entsprechend konzeptionell angegangen wird. Natürlich kann man, also ich denke nicht da an Betonklötzer, die irgendwo in die Landschaft gesetzt werden. Im Gegenteil, es muss harmonisch sich fügen, wie die Gebäude aussehen, also wie die Hotels dann in Zukunft aussehen. Aber hier, denke ich mal, haben wir schon einen guten Ansatzpunkt. Was die Digitalisierung betrifft, da habe ich eine kontroverse Meinung.
Ich bin der Meinung, wir im Landtag können schon die Bundesregierung vor uns hertreiben sozusagen und sagen, das geht gar nicht. Jahrelang wird von Digitalisierung geredet und nichts wird umgesetzt. Und es immer aufs Land runterzubrechen, finde ich nicht in Ordnung. Man kann Verträge abschließen, wo man impliziert reinschreibt, dass der Anbieter flächendeckend Internet anbieten muss. Und dann ist eben halt der Erlös dieser Versteigerung eben geringer und eben nicht so hoch. Letztendlich kommt er nämlich nicht uns zugute, sondern man sieht, der Defizit ist es im Grunde genommen dann wieder am Ende für irgendwelche Ausgaben, die man tätigt von Seiten der Bundesregierung. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Kuppert. Damit haben wir die zweite Runde hinter uns gebracht. Wir kommen jetzt zur Fragerunde. Herr Peter hat sich gemeldet. Ich will vorher nochmal, weil Herr Kuppert gerade dran war, sagen, ich habe gestern 8 Stunden Parteiprogramme gelesen, Landtagswahlprogramme. Es sind zum Teil 100-seitige Broschüren. Es ist ein Erlebnistag, kann sich jeder mal zu Gemüte führen. Und was mich da besonders gewundert hat, ist der Punkt 16 im Programm der AfD. Da heißt es nämlich, die Klimaveränderungen sei nicht Konsequenz daraus, fordert die AfD. Wir wollen das erneuerbare Energiegesetz abschaffen. Wir wollen sozialverträgliche Strompreise für alle Brandenburger. Wir wollen das Pariser Klimaabkommen kündigen. Wir wollen den Braunkohleabbau als wichtigen Wirtschaftsfaktor erhalten. Wir wollen unsere Gas- und Kohlekraftwerke weiter betreiben. Wir wollen den Ausbau der Wind- und Solarenergie begrenzen. Wir wollen unsere konventionellen Kraftwerke weiter betreiben. Ich hatte in der letzten Woche gerade in der Zeit gelesen, dass 97% weltweit aller Klimaforscher sagen, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Und es gibt jetzt die neue UN-Studie, die sagt, dass die Klimawerte sich so entwickeln, dass in den nächsten 20 Jahren 500 Millionen Menschen ihre Lebensgrundlage in den Ländern verlieren, in denen sie jetzt leben, aufgrund des Klimawandels. Und Sie sagen, es gibt die nicht. Woher haben Sie? Ja, natürlich, deshalb frage ich es ja. Ja, also erstmal sind wir ja hier, ich hoffe, Sie sehen es auch so, nicht global unterwegs und reden über die Welt da draußen, sondern wir reden in erster Linie hier über die Kommunalpolitik oder um unser Land Brandenburg. Aber darf ich es zu Ende ausführen? Der Punkt ist der Klimawandel ist ein, ich sage mal so, von Wissenschaftlern kontrovers diskutiertes Thema. ist die Stimme der sagen wir, Kritiker dieses Klimawandels natürlich geringer wahrnehmbar. Ich möchte da auch gar nicht ins Detail drauf eingehen, weil ich der Meinung bin, dass erstmal bringe ich hier nicht die Klimaexpertise mit. Also ich bin kein Klimaforscher und auch kein Wissenschaftler diesbezüglich. Man entnimmt alles aus den Medien, mehr nicht, und aus den wissenschaftlichen Expertisen der Klimaforscher. Da möchte ich eben, wie gesagt, erwähnen, wir werden den Klimawandel jetzt nicht in den nächsten Jahren verändern. Wir haben zum Beispiel 3500 Kohlekraftwerke, sind gerade im Bau weltweit, können Sie gerne recherchieren. 80 Atomkraftwerke sind nur in China, werden nur in China gebaut. Ringsherum in der EU stehen Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke. Aber wir reiten, anstatt hier die Region irgendwo in den Fokus zu nehmen, auf den Klimawandel. Ich finde es in Ordnung. Ich bin übrigens, ist doch eigentlich in der Natur des Menschen ist doch ganz klar, dass man saubere Umwelt genießt, dass man klares Wasser haben möchte, Luft zum Atmen. Und übrigens, heute ist so ein schöner Tag, wo man sagen kann, genauso sollte es sein. Also man kann uns doch nicht unterstellen, dass wir hier irgendwo den Umweltschutz negieren oder den Klimawandel. Wie gesagt, da kann ich nur sagen, aus wissenschaftlicher Sicht ist der, umstritten. Entschuldigung. Ja, vielen Dank, Herr Kuppert, für diese Position der AfD. Wir haben den Rainer Dickmann hier von der Schorfheider Agrar GmbH. Der sieht es wahrscheinlich etwas anders, weil wir auf unseren trockenen Böden, und damit kommen wir hier unmittelbar zu Ihrem künftigen Wahlkreis, weil wir auf unseren trockenen Böden und dem Wind, den wir haben, dies nicht als schönes Wetter bezeichnen. Denn das ist ja auch im Wetterbericht immer interessant, in der Abendschau oder in Brandenburg aktuell, wenn man sagt, es ist schönes Wetter.
wir müssen ja auch unsere Lebensgrundlage sichern und das ist nun mal die Landwirtschaft und die braucht Regen und wir in Ostbrandenburg sind diejenigen, die am wenigsten davon abkriegen und das wird immer weniger. Und deshalb ist es schon ein Thema, was uns unmittelbar betrifft. Möchte noch jemand anders von Ihnen dazu Stellung nehmen? Also ich bin da erstmal sehr dankbar, dass die Frage so gestellt wird, weil so hat ja jetzt jeder die Chance, seine Sicht auf die Dinge hier vorzustellen und Sie haben die Chance, davon zu hören. Herr Kuffert, ich möchte Sie einladen, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich bin mein ganzes Leben lebe ich hier in der Region, ich lade Sie mal an den Paarsteinsee ein, der ist nicht weit weg von hier, ich bin jeden Sommer dort an dem See, mein ganzes Leben lang eigentlich. Ich war vor einiger Zeit wieder an dem See und war mehr als erschrocken, was den Wasserrückgang angeht. Das sind so ungefähr 3 bis 4 Meter, die sozusagen dieses Wasser weg ist. Ich lade Sie weiterhin ein, kommen Sie nach Eberswalde, gucken Sie mit mir zusammen und unserem Stadtförster mal den Stadtwald an, wie der sozusagen in den letzten 2 Jahren durch den Klimawandel, den die AfD ja offensichtlich als nicht existent bezeichnet, gelitten hat und weiter leiden wird. Also insofern, das wird Sie jetzt nicht wundern, ich habe das vorhin ja schon gesagt, Naturschutz ist ein wichtiges Thema, Klimaschutz muss ein Querschnittsthema sein. Da gibt es natürlich viele Widersprüche und unterschiedliche Interessenlagen und ich glaube, es ist unsere gemeinsame Aufgabe zu gucken, wie wir da vernünftige Kompromisse hinkriegen, die die richtigen Weichen für die Zukunft stellen, in dem wirtschaftliche Entwicklung zum einen möglich ist, aber Klimaschutz genauso möglich ist, weil er ist letztlich unsere gemeinsame Existenzgrundlage, ganz klar. Also ich bin sehr dankbar für den Redebeitrag, gerade weil das nämlich deutlich macht, Klimaschutz ist nicht nur ein Thema der Grünen. Ne? Also wenn das so gesehen wird, dass nur die Grünen zuständig sind für Klimaschutz, haben wir schon verloren. Das ist ein Thema von uns allen und das muss auch entsprechend vorangetrieben werden. Und da gibt es eben eine Außenseiterposition und das sollte auch eine Außenseiterposition bleiben. Und ich empfehle Ihnen mal, oder Sie fahren ja vielleicht auch öfters mal mit dem Auto als ich, fahren Sie mal die Autobahn Richtung Pfingstberg hoch und gucken Sie sich mal auf der linken Seite und rechten Seite Biosphärenreservat Schorfheide-Kurin die Buchen an. Und ich garantiere Ihnen, und das ist schrecklich, das sagen zu müssen, dass Sie im nächsten Jahr dort flächendeckend in großem Ausmaß abgestorbene Buchen sehen werden, die auch nicht mehr hochkommen, die nicht mehr austreiben werden, weil wir in einer Situation sind, dass wir hier in einem Gebiet, wo wir sowieso schon relativ niedrige Niederschläge haben, verglichen zum Bundesgebiet, weil wir hier gerade so in der Grenzzone zwischen kontinentalem und atlantischem Klima sind, dass wir hier massive Probleme haben werden. Und es gibt eben auch Ackerflächen, die sehen aus wie Wüsten. Und insofern ist das tatsächlich auch ein Thema, das diesen Wahlkreis betrifft. Und da kann man nicht nur sagen, wir als AfD, wir sind dafür, dass die Kohlekraftwerke da unten weiterlaufen, weil diese Kohlekraftwerke auch auf uns Auswirkungen haben. Vielen Dank. Sie kommen gleich. Ich freue mich, dass jetzt Danko Jur bei uns ist, der jetzt 2 Runden hat, 2x5 Minuten, erstmal zur Vorstellung und zum Landesprogramm und dann zu den Fragen speziell hier Groß-Schönebeck betreffend. Wir haben das Wort, Herr Jur. Ja, hallo, erstmal einen schönen guten Tag von mir. Ich komme halt direkt von einer Veranstaltung aus Eichhorst, auch mit Bürgern direkt ins Gespräch und vor ein paar Wochen war ich ja konkret hier in Groß-Schönebeck. Insofern ist mir persönlich das Gespräch direkt mit den Bürgern halt sehr wichtig und da kann ich halt sagen, dass immer wieder, und dafür stehe ich auch, das ganze Thema Ordnung, Sicherheit, Justiz, das sind wirklich, und Bildung, das sind wirklich die Schwerpunktthemen, wo die Menschen berechtigterweise sagen, das sind Dienstleistungen, das sind Dinge, die der Staat regeln muss für uns. Und wenn ich dann sehe, Erfolgsbilanzen der Bundesregierung, wenn man denn die zugeschickt bekommt, da sieht man in erster Linie, Milliarden werden verteilt, übers Land geschüttet. Ich denke, wir müssen einfach wieder auch zu unseren Grundwerten finden und unsere Gesellschaft hier vor Ort gemeinsam organisieren. Ich habe insofern konkrete Punkte, weil ich will Dienstleister für Sie sein, für die Region und sehe insofern den Landesentwicklungsplan als Schwerpunktthema für mich an. Hauptstadtregion sagt schon, Landesentwicklungsplan in erster Linie Berliner Interessen. Die Brandenburger Interessen kommen aus meiner Sicht hier doch zu kurz, gerade im ländlichen Raum. Wir haben hier Einschränkungen, gerade auch in unserem Wahlkreis hier. Wenn ich Werbelin sehe, wenn ich Eichhorst sehe, wenn ich Friedrichswalde sehe, da habe ich konkrete Beispiele,
wo die Kommunen eingeschränkt werden in ihrer Bautätigkeit. Sie können halt Baugebiete nicht ausweisen in der Form, dass sie ihre jungen Menschen, ihre Bürger, die halt gerade das gesellschaftliche Leben auch prägen sollen für die Zukunft, hierzu halten. Und insofern denke ich auch hier für Groß-Schönebeck. Groß-Schönebeck hat eine etwas andere Situation, ist grundfunktionales Zentrum, hat sicherlich hier einen kleinen Vorteil, aber auch hier soll die Entwicklung ja nicht stehen und stecken bleiben. Ich denke, dass wir gerade das Thema Bildung auch im Schwerpunkt haben sollten für die nächsten Jahre. Hier denke ich gerade die Qualität ist hier ein großes Thema. Wir haben mit Lehrermangel, mit Unterrichtsausfall in Brandenburg zu kämpfen. Und ich selbst habe einen Sohn, der noch aufs Gymnasium geht, teilweise 20% Unterrichtsausfall. Das ist einfach ein Missstand, den wir uns so nicht leisten können und sollten. Und hier muss einfach in Brandenburg ein neuer Aufbruch her. Hier muss halt in der Qualität auf jeden Fall eine starke Verbesserung entstehen. Infrastruktur natürlich auch ein wesentliches Thema. Hier denke ich, dass wir gerade was das Thema Straßenausbaubeiträge einen großen Schritt nach vorne gekommen sind, dass hier der Landtag entschieden hat, auch gerade auf unsere Initiative gemeinsam mit den Freien Wählern, hier diese Straßenausbaubeiträge abzuschaffen. Ich denke, es ist auch ein Thema der Gerechtigkeit, dass Menschen, die Hauseigentum besitzen, dass die halt hier an der Stelle nicht so sozial in Schieflage kommen. Ich habe da selbst Beispiele, wo ältere Menschen mussten bis zu 40.000 Euro bezahlen und das ist einfach eine Größenordnung, da kann man sich vorstellen, dass das nicht sozial gerecht ist. Das ganze Thema Mobilität ist natürlich wichtig, ÖPNV, hier haben wir ein klares Konzept, dass die ländlichen Regionen nicht abgehangen werden sollen. Wir wollen im Prinzip, dass die ländlichen Regionen in 90 Minuten nach Berlin kommen, in 60 Minuten die Städte des Kranzes, die Neuruppin und dann natürlich in 30 Minuten alle Kommunen, die sich im Speckgürtel befinden. Dann das Thema natürlich, was hier auch immer wieder angesprochen wird, Handyempfang. Ja, hier haben wir natürlich auch die Situation, dass wir viele Funklöcher in Brandenburg haben. Wir haben eine Initiative losgetreten mit unserem Funklochmelder. Wir sind hier mit über 23.000 Funklöchern in Brandenburg. Hier unterstützen wir ausdrücklich, dass wir in Brandenburg EU-Gelder hier praktisch einsetzen in der Größenordnung von 100 Millionen, um hier praktisch gemeinsam mit den Netzbetreibern diese Missstände halt zu lösen. Ja, müssen wir mal 5 Minuten. Wir haben noch Zeit. Aha, ja, dann kann ich dann bei dir klingeln. Ja, das waren die 5 Minuten, aber zweimal 5 Minuten, wie die anderen Kollegen auch. Ja, ich denke, wir kommen jetzt auch mal auf meine konkreten Themen hier für den Wahlkreis, für mein Programm. Es ist so, dass ich stehe für den Erhalt der Schiffbarkeit für den Finow-Kanal. Der Wassertourismus ist mir wichtig. Hier ist Groß-Schönebeck nicht nur indirekt betroffen, aber insgesamt der Wahlkreis doch sehr stark. Und hier bin ich dafür, dass das Land Brandenburg finanziell in die Mitverantwortung geht, dass nicht die Kommunen praktisch mit dem Landkreis gemeinsam hier die Kosten komplett tragen, sondern das Land Brandenburg sich hier dran auch beteiligt, möchte, dass der RE3, das ist in Eberswalde, die Zugverbindung direkt nach Berlin, dass wir hier den 30-Minuten-Takt hinbekommen. Ich möchte, dass wir die Polizei im ländlichen Raum stärken, aber auch in Eberswalde. Eberswalde ist seit vielen Jahren regelmäßig der Verlierer bei Strukturänderungen der Polizei. Ich möchte, dass wir in Eberswalde eine Polizeiwache, eine moderne Polizeiwache bekommen in der Stadtmitte und nicht abgelegen im Behördenzentrum. Ist bürgerunfreundlich und insofern nicht akzeptabel. Und Landesentwicklungsplan habe ich schon erwähnt hier, halt in erster Linie, dass der ländliche Raum hier Entwicklungsperspektiven bekommt für die Zukunft. Aber ich weiß hier gerade Groß-Schönebeck, wir haben selber mit einigen sich in der Runde, wir haben zusammengesessen, als die Sparkasse dort diese Schließungspläne hatte und dann ja auch umgesetzt hat, hier der Filiale. Ich denke, auch hier muss Politik, auch Landespolitik in Zukunft mithelfen, gemeinsam mit Bundespolitik.
Wir haben hier die Situation, es war ein Sparkassengesetz in Deutschland, haben, was in der EU einmalig ist. Und die Aufgabe der Sparkassen ist gerade den ländlichen Raum hier zu unterstützen und gerade auch die Versorgungssicherheit für die älteren Menschen zu sichern. Und wir haben ja in der Politik Regularien, wenn ich an den Rettungsdienst denke, wir haben da Rettungsdienstbereichspläne, dass wir gewisse Hilfsfristen einhalten müssen in jedem Gebiet, in jedem kleinen Dörfchen im Landkreis. Und ich denke, dass wir auch in der Hinsicht gucken müssen, wie wir hier mit der Bundespolitik gemeinsam auch mit dem Land die Sparkassen hier in die Pflicht nehmen, weil ich finde, Groß-Schönebeck von der Karte und weiß, die mit mir damals gesprochen haben, das habe ich von Anfang an so gesehen und gesagt, Groß-Schönebeck hat halt eine besondere Situation hier ziemlich abgelegen im Barnim und hier sind einfach die Wege viel zu weit, dass man hier wirklich als öffentliche Hand, sage ich mal, alle Ebenen zusammenarbeiten müssen und die Situation hier wirklich wieder verbessern für die Menschen. Vielen Dank, Herr Juhr. Ich will nur noch eine Frage nachschieben von meiner 90-jährigen Schwiegermutter, die einen Brief von Ihnen bekommen hat. Sie fragt mich, warum da 5-mal Eberswalde vorkommt und 4 Projekte benannt werden, davon 3 sehr konkrete, die sich alle auf Eberswalde beziehen und nur das Allgemeine allgemein auf ländliche Entwicklung. Wir kennen Sie eigentlich anders. Ich weiß nicht, warum Sie den Brief an die Schorfeider schicken, wenn die gar nicht darin vorkommen. Also die Schorfeider kommen zumindest vor mit dem Thema Landesentwicklungsplan. Da habe ich ganz konkret das Thema angesprochen. Ländliche Entwicklung, ich denke, dass auch der Finokanal, der Erhalt der Finokanal im ländlichen Raum berührt, geht ja bis hin, wir reden ja von der Wassertourismusinitiative Nordbrandenburg, die ist leider aus meiner Sicht die letzten 10 Jahre zu kurz gekommen. Wir waren da schon mal weiter in der Entwicklung. Hier sage ich, das ist einfach die Zukunftsoption für den Norden, Nordosten Brandenburgs, den Wassertourismus und den Tourismus insgesamt zu entwickeln, zu stärken. Und da gehört der Finokanal genauso wie der Werbelin-Kanal, der Lange Trödel, der Werbelinsee hier dazu. Und insofern denke ich, ist durchaus der ländliche Raum nicht zu kurz gekommen. Ja, vielen Dank. Also meine Schwiegermutter hat es nicht so verstanden, aber es ist natürlich interpretationsfähig. Ich freue mich, dass unser Landrat, Herr Kurt, noch zu uns gestoßen ist. Herzlich willkommen. Und wir gehen jetzt weiter. Herr Walter hatte sich gemeldet und dann kommt Herr Peter aus Schildow mit einer Frage zur NEB vermutlich. Also vielen Dank, dass ich zwischendurch was sagen kann, weil hier sind ein paar Sachen gesagt worden, die so nicht hinhauen und die ich für eine Unwahrheit halte. Es geht um den Landesentwicklungsplan. Und ja, auch wir als Linke sagen klar, der Landesentwicklungsplan hat Schwächen, aber dass erzählt wird, dass weil er Hauptstadtregion heißt, nur für die Hauptstadtregion zuständig wäre, ist natürlich absoluter Quatsch. Wir haben in dem gesamten Landesentwicklungsplan, haben wir landesweit, die Bauflächen werden wir verdoppeln, die möglichen Bauflächen werden wir verdoppeln. Und dass in Werbelin und Eichhorst nicht gebaut werden kann, hängt nicht mit dem Landesentwicklungsplan zusammen, Herr Juhr. Ganz sicher nicht, sondern hängt mit Naturschutzgebieten, FFH-Gebieten und so weiter zusammen. Das muss man mal deutlich sagen. Sie versuchen hier Probleme, die wir haben in der Region, immer auf die eine Seite abzuschieben. Und das ist tatsächlich eine Unwahrheit, die Sie hier verbreiten. Und das wollte ich richtigstellen. Genauso auch wie Herr Weller gesagt hat, der LEP würde dafür sorgen, dass in Groß-Schönebeck nicht neu gebaut werden könnte. Das ist auch falsch. Mit dem neuen Landesentwicklungsplan ist in Groß-Schönebeck eine Fläche von 4,2 Hektar ausgeschrieben. Für Neubau, für Neuentwicklung. Es sind 121 Wohneinheiten in wahrscheinlich den nächsten 10 Jahren mindestens. Der Landesentwicklungsplan klärt aber nur die Neuentwicklung. Es heißt nicht, dass zum Beispiel Lückenbebauung, weiterer Ausbau in schon verschiedenen Bereichen weiterhin möglich ist. Wir haben ein Problem, das stimmt tatsächlich beim Landesentwicklungsplan. Darum müssen wir uns kümmern und da muss es Ausnahmegenehmigungen ganz, ganz dringend geben. Es ist tatsächlich so, wenn Leute Flächen haben, größere Gebäude haben, größere Höfe haben, dann muss es darum gehen, wenn dann die Familie kommt oder Teile der Familie kommen, dann muss es möglich sein, dass auch auf Flächen dahinter oder auf den Grundstücken tatsächlich neue Gebäude gebaut werden können. Das Problem, was Sie hier beschreiben, ist aber tatsächlich, nicht Grundlage des LEP, sondern hier müssen wir andere Lösungen finden und deswegen war mir das auch wichtig, nochmal deutlich zu sagen. Grundfunktionale Zentren, die wurden vor 2009 abgeschafft und die Linke hat immer für die Wiedereinführung der Grundzentren gekämpft. Jetzt heißen sie Grundfunktional, Grundschwerpunkte und so weiter, weil wir durften es nicht Grundzentrum nennen, weil die SPD das nicht wollte.
Das war ein Fehler. Naja, klar. Da gab es auch eine Metropolkonzentration, die falsch war. Und jetzt tatsächlich wieder zurück zu den Grundzentren wird der richtige Weg sein. Alleine wird der nicht helfen. Aber der LEP, also zu sagen, der Landesentwicklungsplan würde hier Entwicklung stoppen, ist Quatsch. Es ist unsere Aufgabe, Entwicklung zu steuern, landesweit zu steuern, weil wir können jetzt hier alles ausbauen. Wir können 100 Eigenheime hier hinbauen. Dann haben wir ein Problem. Dann kommt sofort die Forderung nach Kita, dann kommt die Forderung nach Grundschule, dann kommt die Forderung nach ÖPNV und so weiter und so fort. Und da müssen wir dann sagen, wie finanzieren wir das Ganze? Die CDU beispielsweise will die Grunderwerbsteuer senken für junge Familien. Ich glaube beispielsweise nicht, dass Menschen nicht nach Brandenburg kommen, weil die Grunderwerbsteuer hier so hoch ist. Die liegt bei 6,5%. In vielen anderen Ländern liegt sie bei 6%. Und die haben weniger Zuzug als wir beispielsweise. Also da ein paar Sachen wollte ich gerade rücken. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Walter. Wir haben jetzt drei Wortmeldungen, die ich erstmal einsammle. Bitte, Herr Peter. Ich möchte gerne sitzen bleiben. Ich hatte vor 2 Jahren einen Schlaganfall. Und da bin ich ein bisschen wackelig. Und da ist das vielleicht zu verantworten. So, zunächst, ich komme aus dem Mühlenbecker Land, Ortsteil Schildow. Mein Thema ist die Heidekrautbahn, über die ich mit Ihnen reden will oder zumindest einiges bekannt machen will, wie wir dort arbeiten, um die Heidekrautbahn zu realisieren. Nun bin ich der Älteste hier unter Ihnen, ich bin 88 Jahre und habe die Nazis erlebt. Und mich reizt das, was hier der Herr Wulfert von der AfD gesagt hat. Ich habe die Nazis noch erlebt als Jugendlicher, der also da schon das Ende 45 bewusst miterlebt hat. Ich möchte sagen, so wie die Nazis sich in der Weimarer Republik eingeschlichen haben, sozusagen halbdemokratisch, so wird die AfD sich bei uns oder versucht die AfD sich bei uns halbdemokratisch einzuschleichen. Da ist die AfD der Vorreiter in dieser Richtung. Wenn sie erst mal dran sein sollten, Gott geb's, dass es nicht so ist, dann wird Deutschland und die Bundesrepublik sicher sehr schnell ein anderes Gesicht bekommen. Und ich möchte an den Thüringer AfD-Vorsitzenden erinnern und an dessen Redeweise, die er da so führt. Und wir sollten das, was dort geführt wird, was teilweise auch in Dresden, ich habe in Dresden studiert und kenne Dresden nicht mehr wieder, seitdem da diese Demonstrationen, diese Ulkin dann waren. Wie das so weitergeht, das sollten wir uns bei der Wahl für die AfD sehr wohl überlegen und das Ganze so schnell wie möglich beenden. Das ist ein Aufruf an alle Wähler von einem alten Mann, sage ich jetzt mal so. So, und nun... Und nun zu meinem eigentlichen Thema. Wir haben also im August habe ich einen Verein gegründet, der heißt Für Umweltschutz und für Pestizidvermeidung. Das heißt, ich bin, sage ich mal so, ein zwar Linker, aber grüner Linker, sage ich jetzt mal so, innerhalb der SPD. Innerhalb der SPD, das will ich also auch noch sagen, ich bin also SPD-Mitglied. Bin durchaus nicht mit allem, was die SPD macht, einverstanden. Am Dienstag wird Woidke bei uns seine Wahlrede damit halten, so was Ähnliches, wie was ja hier so ist. Und da habe ich durchaus ein paar harte Fahren in Richtung Kohle zum Beispiel und Kohleeinstellung und auch die ganzen Sachen mit den Kohle, ich habe ein bisschen Wortfindungsschwierigkeiten, also mit den Energiesachen da, mit denen habe ich da also auch einige Schwierigkeiten. So, ich bin auch hier, um mal zu sehen, wie bei euch hier die Umwelt, was einiges gemacht wird. Aber nun zur Heidekrautbahn. Wir haben eine Bürgerinitiative pro Heidekrautbahn bei uns vor kurzem jetzt gegründet. Und da suche ich, bin ich also auch Mitglied, da suche ich den Anschluss hier von allen Interessenten der Heidekrautbahn. Deshalb bin ich also unter anderem heute auch hier. Es gibt bei uns eine, also ich nenne sie, als alter Mann kann ich mir das erlauben, Bürgerinitiative Heidekrautbahn. Sie heißt offiziell Dialog
Heidekrautbahn Bürgerinitiative. Aber die nimmt sämtliche Gründe, die man also tatsächlich realisieren muss bei uns, damit die Heidekrautbahn kommt, die spielt sie so hoch, dass sie damit sagen kann, also kann ja die Heidekrautbahn gar nicht fahren, weil die Realisierung nicht möglich ist. Wir sprechen ansonsten die gleichen Punkte an. Ich bin bei einer Veranstaltung von denen gewesen und habe gesagt, der einzige Unterschied zwischen uns ist, wir sprechen die gleichen Punkte an. Ich spreche sie an, damit sie gelöst werden. Wir brauchen natürlich eine moderne Bahn heute. Wir können nicht die alte Strecke, so wie sie ist, gewesen ist, von Basdorf da Richtung Berlin, einfach nur wieder fahren lassen und damit ist die Sache erledigt. Wir müssen natürlich die neuen Sicherheitsgesichtspunkte und Lärmschutzgesichtspunkte und was es da alles gibt, müssen wir natürlich realisieren. Und das ist der Unterschied. Das lehnen die natürlich ab, sagen, nein, so ist es nicht, aber da gibt es so einiges. Ich will also nur sagen, wir sind hier für die Heidekrautbahn und damit auch für den Anschluss des ländlichen Raumes an den Speckgürtel. Die Formulierung ist ja hier vorhin gefallen. Also ich bin für den Anschluss vom Speckgürtel und des ländlichen Raumes, selbstverständlich. Ja, dann möchte ich das nicht weiter verlängern und gebe den Hörer zurück. Ja. Vielen Dank, Herr Peter. Jetzt kommt Rainer Dickmann, der Geschäftsführer der Schorfheider AG GmbH. Ja, schönen Dank, dass ich hier heute auch Rederecht oder Fragerecht habe. Es wird Sie nicht verwundern, als einer der Geschäftsführer der Schorfheider Agrar GmbH hier ansässig in Groß-Schönebeck, dass ich ein landwirtschaftliches Thema aufgreife. Wir sind ein konventioneller Betrieb. Wir bewirtschaften 2500 Hektar hier in Groß-Schönebeck, Klandorf, Zerpenschleuse und fast im Speckgürtel Stolzenhagen bei Wandlitz. Und ich spreche jetzt insbesondere den Herrn Vogel an. Sie wollen ja ein Agrarstrukturgesetz auf den Weg bringen. Und dieses Agrarstrukturgesetz, ich muss noch mal ein bisschen ausschweifen, von den 2500 Hektar haben wir im Moment etwas über 750 Hektar Eigentum. Wir sind 16 Gesellschafter, 16 Eigentümer, die hier um Groß-Schönebeck konventionell die Landwirtschaft betreiben. Und wir sehen uns durch dieses Agrarstrukturgesetz, das Sie jetzt auf den Weg bringen wollen, im Landtag ausgegrenzt. Weil das Agrarstrukturgesetz sagt ganz klar, wir haben in Brandenburg ja gewachsene Strukturen in der Landwirtschaft. Die sind in manchen Landesteilen nicht so sehr positiv, wenn man das Oderbruch sieht. Dort haben wir schon sehr viele Betriebe, die verkauft wurden an große Konsortien, wo nur noch Agrar praktisch Lohnunternehmer kommen, die nichts mehr mit dem Ort zu tun haben. Wir verstehen uns anders. Wir wirtschaften hier als ortsansässige Landwirte und wir möchten das gerne weiter tun. Dazu ist es aber notwendig, wenn wir Flächen angeboten bekommen zum Kauf, dass wir als Betrieb diese auch kaufen können. Und das verwehrt uns dieses Gesetz ganz klar. Da steht ganz klar drin, ab 750 Hektar Eigentum kann der Kauf verwehrt werden und wird er verkauft. Dagegen steht auch drin, eine Seite vorher in Ihrem Gesetzentwurf, dass, ja, Sie lachen schon. Nein, ich schreibe ja auf. Ich sage dann schon was dazu. Und da steht ganz klar drin, eine Seite vorher, wenn Naturschutzverbände den Wunsch zum Kauf äußern, da sie Naturschutzverbände sind, dürfen sie immer kaufen, muss der Kauf gewährt werden. Und das glaube ich, da bitte ich alle ansässigen Vertreter, die hier in Zukunft in der Landesregierung mitsitzen wollen, darauf Acht zu geben, dass dieses Gesetz so nicht realisiert wird, weil es benachteiligt nicht nur die SAG Groß-Schönebeck, sondern brandenburgweit viele ortsansässige landwirtschaftliche Betriebe, die groß sind. Wir können nicht nur große Betriebe wieder klein machen wollen. Wir wollen nicht unbedingt wachsen in Groß-Schönebeck, wir wollen uns konsolidieren und wir wollen auch Naturschutz betreiben. Und ich habe immer wieder das Gefühl, dass die grüne Fraktion nicht so richtig versteht, wenn wir den Naturschutz in die Fläche bringen wollen, dann können wir es nur mit den Bauern und mit den Forstwirten machen. Und wir können es nicht nur mit den Naturschutzverbänden machen. Ja, ich glaube, gerade unsere SAG ist ein sehr positives Beispiel für die Landschaftspflege, die hier in der Schorfheide betrieben wird. Und ich lade alle herzlich ein, beim nächsten Tag der offenen Höfe im Rahmen der Brandenburger Landpartie einen von Rainer Dickmann geführten Felderfahrt zu machen und zu erleben, dass hier keine industrielle Landwirtschaft betrieben wird von einem Agrarkonzern, wie wir sie anderswo finden, sondern dass hier
Ausbildungsplätze für Jugendliche geschaffen werden, dass unsere jungen Menschen in dem Betrieb sehen mit Praktika und mit Führungen, wie Landwirtschaft funktioniert und dass hier auch artengerechte Angebote gemacht werden, damit die Natur lebendig sein kann. Der dritte Wortmeldung und dann geht es wieder ans Podium. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Sebastian Olbrich. Ich unterstütze Herrn Kohfeldt im Wahlkampf. Zunächst mal meinen Respekt für den älteren Herrn mit 88. Ich bin jetzt mit 68 wahrscheinlich auch so der zweit-, dritt- oder viertälteste und wollte einen Ausspruch von Herrn Lux kurz mal aufgreifen. Das war fast das Erste, was hier gesagt wurde. Das fand ich großartig. Da wollte ich bitten oder fragen, ob jeder von Ihnen ein kurzes Statement, eine kurze Antwort darauf geben könnte. Sie sagten Brücken bauen. Und vor kurzem kam ein Vertreter der linken Partei zu mir im Wahlkampf und sagte, ihr Leute von der AfD, ich teile eure Meinung nicht. Aber wie man mit euch umgeht, ist nicht demokratisch, ist nicht fair und ist nicht in Ordnung. Und da würde ich Sie bitten, ein Statement zu der Jugendorganisation der Linken, möchte ich sagen, der linken Parteien abgeben. Ist das Brücken bauen, mit dem Messer die AfD entsorgen? Und ich bin als Ältester in der SV Frauen Potsdam von dem Oberbürgermeister ihrer Partei, Herrn Schubert, in einer geschichtlich einmaligen, widerlichen Art und Weise, die mittlerweile durch die Presse geht, als Genosse von Mördern diffamiert worden und er hat jedes Gesprächsangebot mit mir abgelehnt. Bitte, ich würde gerne ein Statement von jedem von Ihnen dazu haben. Vielen Dank für die Möglichkeit, das auch mal deutlich zu sagen. Erstens, dieses Plakat, was Sie da haben, ist nicht von irgendeinem Jugendverband meiner Partei, aber Sie verwechseln das ja öfter, ist ja angeblich die Antifa und so. Ich will Ihnen das mal ganz deutlich sagen. Wissen Sie, auch an Herrn Kuffert gerichtet, jeden Tag bekommen mittlerweile Lokalpolitiker in diesem Land Hassmails und Morddrohungen von Rechten, von Leuten ihres Spektrums. Und ja, sie setzen sich hier hin und erzählen dann immer ganz nett, was sie ja eigentlich machen wollen. So, sie sagen dann, ja, da werden wir das fördern und das fördern. Und ich sage Ihnen eins, das, was hier passiert, ist gerade ein Klima der Angst. Egal, wo ich hinkomme, überall kommen Menschen zu mir und sagen, sie haben Angst vor dieser Partei, die so tut, als ob sie demokratisch wäre. Ja, das Plakat hat jeder gesehen, Herr Kuffert. Da sieht man, wer die Angst verbreitet. Wir wollen gerne thematisch arbeiten. So, sie haben ein Klima der Angst. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, wir können über Fachkräftemangel reden, wir können über Klimawandel reden, wir können über Wirtschaftspolitik reden, über Wohnungsbau reden. Das wird alles nicht helfen, wenn hier in diesem Land eine Stimmung und ein Klima der Angst herrscht, weil Sie wollen die Probleme nicht solidarisch lösen. Sie wollen nicht klären, wie wir tatsächlich hier in diesem Ort wieder eine Sparkasse hinbekommen. Sie wollen hier einfach nur die Schuld auf eine Gruppe von Menschen schieben, weil die anders aussehen, weil die anders denken und eine andere Sprache vielleicht sprechen. Und Sie wissen es ganz genau, auch Sie, Herr Kuffert. Wenn wir selbst von heute auf morgen alle Menschen, die anders aussehen, anders sprechen oder aus einem anderen Land kommen, aus diesem Land hier wegbringen, wird nicht eine einzige Kellnerin 1 Cent mehr bekommen. Wird nicht eine einzige Wohnung mehr gebaut werden. Und deswegen ist es so, wer Protest wählen will oder wer die AfD wählt, weil er Protest haben will, wird am Ende Nazis in die Parlamente bekommen. Und das beweisen Sie sehr bewusst, alle Ihre Leute sehr bewusst. Herr Kalbitz, der sich hinstellt, sagt, er will auf den Gräbern der Demokraten tanzen. Der sich hinstellt und sagt, er umgibt sich ganz bewusst mit Leuten aus der identitären Bewegung. Und deswegen sage ich Ihnen ganz deutlich, ich werde mit Ihnen kein Gespräch führen auf dieser Ebene, weil Sie wollen diese Demokratie hier abschaffen. Punkt. Danke, wir sind mittendrin in der zentralen Diskussion, die auch bei dieser Wahl offenbar ansteht. Herr Kuffert hat sich gemeldet dazu. Ja, ich hole mal weiter aus. Erstmal möchte ich die Behauptung richtigstellen. Wir sagen nicht, dass der Klimawandel nicht existiert. Wir zweifeln nur an, dass er Mensch, Unterschied, ob man sagt, wir sind gegen Klimawandel. Natürlich ist auch parallel dazu, also ich fühle mich nicht angesprochen, der Nazi-Vergleich ist absurd.
Wenn man sich, das mal, lassen Sie mich mal bitte kurz ausreden. Wenn man sich überlegt, ja, aber Nazi-Vergleich, ich meine, Sie haben in der Zeit erlebt, Sie können doch nicht behaupten, dass die AfD, also ich fühle mich nicht als Nazi, deswegen fühle ich mich nicht angesprochen, aber wenn Sie die AfD meinen, dass das Nazis sind, die sind von 6 Millionen Bürgern gewählt worden, sind die alle Nazi-affin, die Bürger, oder wie meinen Sie das, dass die AfD Nazis sind? Also ich finde, Angstpropaganda haben. Ja, Angstpropaganda ist genauso eine pauschale Aussage wie Hassmails. Hassmails. Ja, wer schreibt denn die? Wer hat denn die? Wer, legen Sie doch verifizierbare Daten bitte vor. Anzeige bei der Polizei, dass ermittelt wurde, dass aus dem rechten Spektrum. Sie haben, Sie lieben ja Statistik, das weiß ich. Sie lieben Statistiken. Sie machen seit Jahrzehnten Politik hier, Ihre Partei. Und ganz ehrlich, Sie reiten immer auf Statistiken, aber wenn man ins Land schaut, sieht es ganz anders aus. Und es geht nämlich nicht nur darum, Statistiken zu reiten, sondern da muss man auch realistisch bleiben. Und ja, wie gesagt, die Nazi-Diskussion finde ich unangebracht, wenn man hier über die Region reden möchte. Und wenn man mir oder unserer Partei konkret was unterstellen möchte, dann bitte doch nachvollziehbar. Und diese Hassmails, Sie können sich nicht annähernd vorstellen, was wir für Hassmails aus dem, ich sag's mal so, ist auch nur Behauptung, linken Spektrum bekommen, weil ich nicht weiß, ob der Absender ein Linker ist oder ein anderer. Und das sind Behauptungen, die finde ich nicht fair, weil die im Grunde genommen letztendlich nicht nachvollziehbar sind, woher diese Mails kommen. Und ich habe noch keine AfD-Veranstaltung erlebt, oder noch keine, andersrum, ich habe noch keine Veranstaltung von unseren Gegnern erlebt, wo AfD-Protagonisten reingeschritten sind, rumgebrüllt haben, die Veranstaltung gestört haben, praktisch Terror verbreitet haben. Das hatten wir jetzt zum Bürgerdialog vorgestern bei uns bei einer AfD-Veranstaltung. Da wurde regelrecht und nicht diskutiert. Das ist das Problem. Die Gegner werden immer diskussionsunfähiger. Ich stehe hier, ich bin bereit, mir jede Frage anzuhören. Und ich merke, in welche Richtung es gehen soll. Nur darum geht es mir nicht persönlich. Mir geht es darum, vernünftigen Wahlkampf in Brandenburg zu machen und vernünftige auch Akzente in Brandenburg zu setzen und Brandenburg zu unterstützen. Und nicht hier polemisch irgendwo Schuldzuweisungen oder vor allen Dingen Nazi-Vergleiche anzustellen. Die finde ich also wirklich unwürdig. Jetzt hat der Lux das Wort und dann Herr Vogel. Ja, ich bin ja auch angesprochen worden von Herrn Ulbrich. Also ich habe an der Stelle eine klare Haltung. Ich würde gerne differenzieren. Ich würde differenzieren einmal zwischen den Wählern, und da ist es mir wichtig, ich will um jeden ringen, der im Moment der AfD die Stimme geben will und ihn davon überzeugen, dass genau das nicht das Richtige ist. Insofern ganz wichtiger Punkt. Zweiter Punkt, und das geht dann auch nochmal an Herrn Kuffert, dann trennen Sie sich doch von den rechten Kräften in Ihrer AfD. Trennen Sie sich doch von denen. Also der Barnimer Kreisverband ist ja ein Beispiel dafür. Sie führen ja die Auseinandersetzung. Aber dann trennen Sie sich doch von denen und sorgen Sie dafür, dass Herr Höcke, Herr Kalbitz und wie sie alle heißen, Ihrer Partei nicht mehr angehören und dahin gehen, wo sie eigentlich hingehören. Nämlich in die rechte Ecke. Das will ich an der Stelle ganz klar sagen. Ich will mich an der Stelle, weil ich finde das natürlich total sympathisch, Herr Peters. Ja, rot-grün bin ich auch. Bin auch in der SPD. Bin links und bin grün. Finde ich total schön. Ich möchte aber auch das nochmal aufgreifen, was Sie gesagt haben, weil ich habe es vorhin auch schon gesagt zum Thema Heidekrautbahn. Sie sprachen es an. Natürlich gibt es auch immer die anderen. Ne? Die gucken mit einer anderen Perspektive auf die Dinge und das ist auch legitim, finde ich. Umso wichtiger ist, und deswegen ist die Unterschriftensammlung so wichtig, dass auch wir unsere Perspektive klar machen. Wir wollen die Heidekrautbahn und wir wollen sie aus gutem Grund und wollen da miteinander streiten. Und Herr Dietmann, ich bin kein Agrarfachmann. Ja, oute ich mich hier. Da bin ich Lernender und ich möchte gerne lernen. Und insofern würde ich mich freuen, wenn wir einfach einen Termin finden und Sie mich da mal ein bisschen ins Boot holen, was sozusagen das Agrarstrukturgesetz angeht. Weil möglicherweise sitzen wir ja mit den Grünen in einer Koalition und dann wäre es gut, wenn wir das richtig miteinander ausverhandeln. Ja, also bevor ich jetzt zum Agrarstrukturverbesserungsgesetz komme, da komme ich auch gleich dazu, nur eine kurze Anmerkung zu der AfD-Diskussion. Und wir haben ja im Landtag jemanden sitzen, der heißt Herr Kalbitz, der ist der Chef des Flügels. Und wenn er gerade nicht Kreide gefressen hat, sondern vor seinen eigenen Leuten redet, die Kyffhäuser reden zum Beispiel, die jedes Jahr auch im Internet zu sehen sind, dann redet er Klartext. Und dann redet er davon
Und das ist dann hier auch ja, ein Slogan der AfD auf ihren Plakaten, wir holen uns das Land zurück. Ne, dann redet er eben davon, wir gründen eine Never Come Back Airlines und dann die ganzen Leute, die nicht mehr in dieses Land reinpassen, wie Cem Özdemir oder Claudia Roth, die wurden dann auch namentlich genannt, die setzen wir da rein und dann sorgen wir dafür, dass die irgendwo hinkommen, wo sie garantiert nie wieder in dieses, nämlich unser AfD-Land, zurückkehren. Und das ist Nazi-Sprache. Tut mir furchtbar leid. Das ist letztendlich der Versuch, die Gesellschaft zu spalten, Leute abzuschieben, rauszuschießen. Und sie lassen auch gar keinen Zweifel dran, auch Herr Höcke, nämlich deutlich zu machen, er hat ja auch formuliert, dass die Wahl ist praktisch die letzte Gelegenheit, noch zu einem evolutionären Wandel in Deutschland zu kommen. Und damit kommt natürlich gleichzeitig zum Ausdruck, wenn es mit der AfD-Wahl nicht klappt, dann wird die Revolution ausgerufen. Und das ist keine linke und sozialistische Revolution, sondern das ist allerhöchstens eine nationalsozialistische Revolution. Von daher kann ich nur warnen, keine Zusammenarbeit mit der AfD. Und ich kann auch nur hoffen, dass die AfD jetzt auch mal ihr Plafond erreicht hat und wieder rückläufig ist. So, soweit dazu. Zum Thema Landwirtschaft und Agrarstrukturgesetz. Es gibt eine Untersuchung des Thünen-Instituts, die zeigt, dass also in den letzten 10 Jahren 1/4 der landwirtschaftlichen Nutzfläche gehandelt wurde dort, verkauft wurde und dass zum Großteil überhaupt nicht die ortsansässigen Landwirtschaftsbetriebe zum Zug gekommen sind, sondern außerlandwirtschaftliche Investoren oder große Agrarholdings. Golzow, Sie kennen alle, jedenfalls die Älteren hier, die Kinder von Golzow. Golzow, praktisch der Landwirtschaftsbetrieb, der Berlin mit Gemüse versorgt hat, wurde aufgekauft von Odega. Das Erste, was sie gemacht haben, Gemüseproduktion einzustellen. Stattdessen wird dort jetzt Mais angebaut für Biogasanlagen. Alle, die mit Gärtnerei zu tun hatten, wurden entlassen. Alles, was Tierhaltung betrifft, wurde beseitigt. Es wird praktisch nur noch dafür gesorgt, dass ein möglichst hoher Gewinn erzielt wird. So, und jetzt kommen wir zum Agrarstrukturgesetz. Seit 2006 ist das Land zuständig oder hat das Land die Zuständigkeit nach einer Verfassungsänderung für das landwirtschaftliche Bodenrecht. Das Land entscheidet selber darüber, was aus ihrer Sicht eine ungesunde Agrarstruktur ist. Seit 2009 haben CDU und Grüne gemeinsam mehrfach versucht, die Landesregierung dazu zu bringen, dieses Recht auch wahrzunehmen, hier ein Gesetz zu formulieren. Die Landesregierung hat es abgelehnt. Das scheiterte, glaube ich, nicht mal an der Linken, es scheiterte mehr an der SPD. Und nachdem lange Zeit nichts passiert ist, haben wir jetzt einen Gesetzentwurf vorgelegt, der übrigens nicht vorsieht, dass sie ihre Flächen verlieren, sondern der lediglich definiert, wann ist ein Betrieb noch aufstockungsbedürftig. Und Sie sind eingeladen, und deswegen kennen Sie auch den Gesetzentwurf, morgen das mit uns zu diskutieren. Und da ist auch Herr Wendorf eingeladen und wird einen Beitrag halten, und der Bauernbund, der eine andere Position vertritt, wird auch seinen Beitrag halten, und es wird auch jemand von der Siedlungsgesellschaft reden und so weiter. Deswegen sage ich an dieser Stelle, uns geht es darum, dafür zu sorgen, dass die ortsansässigen Landwirte den Vorrang kriegen, dass diese ausverkaufte Brandenburger Landwirtschaft aufhört und dass wir die besten Mittel und Wege finden. Und da kommt natürlich auch Ihre Position dann zur Geltung. Und das, was wir formuliert haben, ist ein Vorschlag. Und ich denke, darüber werden wir auch weiter diskutieren. Darüber werden wir dann auch in der nächsten Legislaturperiode im Landtag diskutieren. Aber wichtig ist, dass was geschieht und nicht alle nur die Augen zumachen und sagen, oh, ist ja schrecklich, Landgrabbing auch in Brandenburg, komisch. Ne? Da kann man was dagegen machen und dagegen wollen wir auch was machen. Okay. Dankeschön. Jetzt nochmal eine Entgegnung von Herrn Kuffert auf den Dialog. Ja, Sie sind ja perfekt im Ängste schüren. Vor der AfD insbesondere. Aber auch vor anderen Dingen, die gar nicht so ausbauen möchte, kann ja jeder für sich selber eruieren. Weil ich bin der Meinung, dass es wirklich Ängste schüren heißt, wenn man ständig permanent den Nazi-Vergleich sieht. Und permanent die AfD versucht, übrigens rechts ist nicht rechtsradikal, in die rechte Ecke zu stellen, die ist in Ordnung. Rechts ist bürgerlich, aber da können Sie sich mal reinlesen. Ich werde einfach mal was wiedergeben ohne Kommentar. Ihre linke Abgeordnete, Frau Isabel André, hat Wir lieben Volkstod propagiert. Nachvollziehbar. Ich blätter mal weiter. Sie haben hier auch als Gewaltbereitschaft haben Sie Antifa in Ihren Büros Masken ausgestellt, nach dem Motto, wir zeigen es euch. Ich blätter mal weiter. Diesen Blödsinn. Ja, das ist kein Blödsinn. Ich habe hier Quellennachweise. Ich habe Quellennachweise und lassen mich doch bitte aus. Ja. Ich habe Sie da auch ausreden lassen. Ja.
Also ich habe hier so viel Material, dass ich zum Beispiel gibt es eine Aussage, unsere Gesellschaft wird weit vielfältiger werden, das wird auch anstrengend, mitunter schmerzhaft sein, unser Zusammenleben muss täglich neu ausgehandelt werden. Oder kein Wunder, denn eine spezifisch deutsche Kultur, denn eine spezifisch deutsche Kultur ist jenseits der Sprache schlicht nicht identifizierbar. Das sind SPD-Aussagen. Und wenn ich mal weiter zu den Grünen kurz weiterblätter, dann sind wir hier bei Herrn Habeck, ihren sagen wir, Chef. Es gibt kein Volk und es gibt deswegen auch keinerlei Verrat am Volk. Danke. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Ich glaube, wir sollten das Thema abschließen. Es wird nicht konstruktiv weitergehen. Da hat jeder seine Position und auch seine Zitate im Sack. Vielleicht sollten wir nochmal zu den Themen zurückkommen, die uns hier bewegen im Wahlkreis. Entschuldigung, aber damit hier keine Missverständnisse aufkommen, möchte ich zu dem Thema doch noch ein, zwei Worte sagen. Also vom Grundsatz her bin ich ja sehr dafür, mit allen Leuten zu reden, weil nur durch Reden kann man am Ende Kompromisse und damit Lösungen finden. Aber alles hat eben auch seine Grenzen. Und bei der AfD, das möchte ich jetzt klarstellen, damit hier kein falscher Verdacht aufkommt, bei der AfD ist die Grenze aus meiner Sicht leider erreicht. Also wenn ich die Reden im Bundestag zum Beispiel von Herrn Dr. Curio höre, der 1914 als den schlimmsten Unfall unserer Geschichte ansieht und damit den Holocaust als Petitum abtut, dann fehlen mir da einfach die Worte. Und das wollte ich hier an dieser Stelle nochmal dargestellt haben. Wir waren am Donnerstag auf dem Eberswalder Markt und wurden eingeladen von der Organisation Unteilbar. Ich möchte jetzt nicht meine Position darlegen, die ist nämlich ganz deutlich klar. Menschenwürde und Menschenrechte sind unteilbar, völlig egal von welcher, aus welchem Land man kommt, welche Religion etc. Meine Frage ist, sind Sie das auch von der AfD? Sind Sie für jeden unteilbare Menschenrechte und Menschenwürde? Egal wo ihr herkommt, egal welche Religion, ja oder nein? Erstmal wurden wir nicht explizit eingeladen zu dieser unteilbaren Geschichte. Ja oder nein? Menschenwürde. Lassen Sie mich da ausreden. Ja oder nein? Ja oder nein ist in der Politik in dem Sinne, auf dieser Ebene, wenn jemand so laut brüllt, dass ich mit dem Mikrofon nicht mal mehr durchdringe, dann bin ich der Meinung, dann sollten Sie als Moderator wenigstens mich ausreden lassen, weil ja oder nein ist keine Option, nie im Leben. Ja? Menschenrechte sind nicht viel, dann lassen Sie mich da ausrichten. Nee, aber nicht im Kontext mit einem Bromborium, wie Sie es auslegen wollen, sondern Menschenrechte sind das elementar Wichtigste. Menschenrechte stehen für mich ganz oben und wenn Sie noch 10-mal Ja oder Nein sagen, werden Sie mich nicht dazu bringen, Ja oder Nein zu sagen, weil ich differenziere. Menschenrechte ist für mich das Allerwichtigste. Ich bin auch geflüchtet und ich weiß ganz genau, wie es ist, beschossen zu werden. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, was Sie mir unterstellen wollen, ist absurd. Und ganz offen, ich habe die ganze Welt bereist. Ich war bei einer Airline tätig. Ich bin durch Südamerika mit einem Rucksack gezogen. Ich habe Kulturen kennengelernt, verschiedene Kulturen. Und ja, genau, ich wurde aufgenommen. Ich wurde aufgenommen. Freundlich und gastfreundlich. Und das ist doch schön. Ich war dort als Tourist. Ich war dort nicht als Einwanderer. Aber gut, das ist, er brüllt mir irgendwie so unsachlich und zu laut. Ich wollte nur damit zum Ausdruck bringen, bei mir steht es ganz weit oben, Menschenrechte sind nicht verhandelbar. Und deswegen lasse ich mir auch nichts anziehen von irgendjemandem, das an diesem Punkt. Dankeschön. Also ich denke mal, der Konsens war, Menschenrechte sind unteilbar und damit für alle gültig. Also auch für unsere Migranten. Ich möchte meine Position zu dem Thema nochmal darlegen. Also ich halte da wie Herr Lux, für mich ist ein Unterschied die Wähler und die AfD als Partei und die Wähler, die die AfD derzeit wählen. Und die Gespräche, die ich in den letzten Tagen und Wochen geführt habe, ja, die waren halt persönlich mit vielen Menschen, die ich schätze, und hat mich dennoch betroffen gemacht, die wirklich bereit sind, in Richtung AfD ihre Stimme abzugeben. Und die haben halt ihre Argumente und mit den Argumenten müssen wir uns auseinandersetzen. Da kommt natürlich immer 2015 wieder das Thema hoch, ganz klar. Wir müssen halt gucken als Gesellschaft, wie ich auch eingangs schon gesagt habe, wie wir wirklich wieder
die Dienstleistungen, die die Bürger vom Staat halt erwarten, wie wir die halt auch ordentlich praktisch umsetzen. Also Sicherheit, Ordnung, Bildung sind halt die Grundthemen und denke, dann gelingt es uns auch wieder, die Menschen für uns zu gewinnen. Ich denke, sie zu Märtyrern zu machen und komplett immer nur raufzuhauen, wird uns nicht bringen, weil dann haben wir im Prinzip die Menschen immer nur in diese Richtung noch weiter getrieben. Also ich denke, wir sollten wirklich versuchen, die Menschen abzuholen, mit denen ins Gespräch zu kommen, versuchen hier ordentlich zu argumentieren, ihnen auch zu zeigen mit unserer Politik und mit unseren Leistungen, dass wir es schaffen, Deutschland, Brandenburg, den Barnim und unsere Kommunen ordentlich zu lenken, ordentlich zu führen, und dann werden wir das Vertrauen auch wieder hinbekommen. Aber das sollte unser Ansatz sein. Vielen Dank, Herr Jürgen. Ich möchte noch mal ein Thema ansprechen, wo sich alle bis auf die Grünen einig sind, nämlich in der Bestandsregulierung der Wölfe. Es ist ja auch hier ein Thema für die Landwirtschaft. Wir haben ja ein Brandenburger Wolfsinformationszentrum bei uns in Groß-Schönebeck. Das sollte ja eigentlich transportieren, den Dialog zu denen, die davon betroffen sind, von den Wölfen. Allerdings sind unsere Bauern dazu nicht eingeladen worden bei der Eröffnung. Und insofern gibt es hier auch einen gewissen Unmut zu dem Thema. Nicht generell gegen Wölfe, sondern die Frage, wie betreibt man das Wolfsmanagement? Alle anderen Parteien haben sich ja in ihrem Wahlprogramm, soweit ich gelesen habe, dafür ausgesprochen, auch zu einer Bestandsregulierung, sprich Abschuss zu kommen. Sie haben sich dagegen ausgesprochen. Was sind Ihre Gründe? Zunächst mal, also die beiden Herren hier neben mir, deren Programmatik, soweit ich die kenne, spricht sich nicht für eine Bestandsregulierung der Wölfe aus, aber dazu können Sie selber was sagen, weil eine Bestandsregulierung im Sinne von, wir sagen 200 Wölfe in Brandenburg und alle darüber hinaus werden totgeschossen, ist schon nach EU-Recht überhaupt nicht möglich. Der Wolf ist eine geschützte Tierart und wir werden mit ihm leben und leben müssen. Was aber nicht geht, ist, dass wir die Weidehalter, also die Weidebetriebe, im Regen stehen lassen. Es geht darum, dafür zu sorgen, dass tatsächlich auch noch Schafhaltung möglich ist, unter den Bedingungen, dass auch der Wolf in der Region ist. Und da ist es mir völlig klar, dass es nicht reicht, nur die Herdenschutzhunde zu finanzieren, sondern dann werden wir auch nicht drum herum kommen, auch die Fütterung oder die Unterhaltung der Herdenschutzhunde zu finanzieren. Und dann werden wir letztendlich auch nicht darum herum kommen, wenn Wölfe Schafe reißen, wirklich sehr schnell und unbürokratisch auch die Entschädigung zu leisten. Wobei das Problem aber auch ein bisschen tiefer liegt, weil nämlich das Schwinden der Schafhaltung in Brandenburg hat sehr viel damit zu tun, dass man von Schafen als solches nicht leben kann. Also sie können vom Fleisch nicht leben, von der Wolle rede ich schon mal gleich gar nicht. Und wenn wir keine Weideprämie einführen, wie es in anderen europäischen Ländern der Fall ist, dann ist die Schafhaltung, ob mit oder ohne Wolf, hier bald Geschichte. Also das mal so ganz grundsätzlich. Im Übrigen geht es bei allen Diskussionen immer darum, wann ist ein Wolf als Schadwolf oder Problemwolf identifiziert und kann entnommen werden. Entnehmen heißt totschießen, ne? Weil wir wissen alle, dass wir nicht genug Gehegeplätze haben, wo wir die alle unterbringen können, auch wenn hier ein schönes Wolfsgehege ist. Aber das ist nicht die Intention, sondern wenn Wölfe tatsächlich gelernt haben, über diese Zäune drüber zu springen, wenn sie sich auf Weidetiere spezialisieren, dann müssen sie auch entnommen werden, weil sie auch Verhalten weitergeben, weil Wölfe sind auch lernende und lehrende Wesen, und von daher, es gibt von unserer Seite aus keinen absoluten Schutz für den Wolf, ne? Aber es gibt keine Verhätschelung des Wolfes irgendwie als ein Kuscheltier, das ist völliger Unsinn, aber es gibt den Anspruch, dass der Schutz des Wolfes auch erhalten bleibt und durchgesetzt wird. Ja, vielen Dank, Herr Lux. Also auch noch mal ganz kurz zu dem Thema, weil ich hatte genau dazu ein sehr spannendes Gespräch mit unserem Eberswalder Stadtförster, das ist noch gar nicht so lange her. Da hat er mir gesagt, eigentlich ist der Wolf ja unser Verbündeter im Wald. Und dann hat er mir das nochmal erklärt und ich fand das relativ einleuchtend. Er sagt, wir haben im Moment so einen hohen Wildbestand von Rehwild unter anderem und es frisst ganz extrem unsere jungen Bäume weg. Und wir haben ja vorhin schon das Thema kurz gestriffen, wie das gerade so in unseren Wäldern aussieht. Ja? Warum sage ich das? Weil ich finde, auch hier ist Differenzierung wichtig. Es gibt nicht schwarz-weiß. Wir haben bei Abgeordnetenwatch ja auch diese Frage gestellt bekommen. Sind Sie für den Abschuss oder gegen den Abschuss? Ich konnte da nicht mit Ja und Nein antworten, weil ich finde, Axel, du hast es gesagt, Differenzierung ist hier wichtig. Ja? Ganz klar auch unsere Position. Natürlich müssen wir
wenn da wirtschaftliche Schäden entstehen für unsere Landwirte, da auch Ausgleichsmaßnahmen haben. Überhaupt keine Frage. Und ich will an der Stelle auch sagen, ein Wolf, der durch Joachimsthal läuft, ja, und da total zutraulich inzwischen geworden ist, da müssen wir uns natürlich was einfallen lassen, dass der auch eins erkennt, ja, wir Menschen sind an der Stelle nicht seine Freunde, ja, also der darf nicht die Scheu und die Angst vor uns Menschen verlieren. Und wenn dazu gehört, im Einzelfall auch mal einen Wolf abzuschießen, dann wäre ich in diesem Einzelfall tatsächlich auch dafür. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank an die Kandidaten. Wir hatten 2 Stunden angesetzt für die Diskussion, was nicht verhindert, dass Sie mit einzelnen Menschen, die speziell Sie ansprechen wollen, hier noch verbleiben. Vielleicht 3 an den Stehtischen und 4 jeder einer, dass wir noch ein bisschen im Gespräch bleiben. Nochmals herzlichen Dank, dass Sie so zahlreich hier zu dieser Veranstaltung gekommen sind und teilgenommen haben. Herzlichen Dank an die Kandidaten und wir hoffen alle, dass wir eine gute Regierung bekommen, von einem guten Parlament begleitet. Vielen Dank.